Alles mögliche Files. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Donny O'Sullivan und Nils Bohmhoff. Let's get ready to rumble. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu Alles Mögliche Fights. So heißt dieses Format tatsächlich ab jetzt offiziell. Ja. Falls euch Leute auf der Straße erzählt haben, schaut heute Abend unbedingt Everything Fights. Lügner, gemeine Lügner. Dieses Format heißt nicht Everything Fights, sondern Alles Mögliche Fights. Das heißt auch Hashtag Alles Mögliche Fights. Ja, Umlaute sind möglich auf Twitter. Ist der Hashtag für heute. Ich begrüße das Mitstreiterteam heute, das Kämpferteam. Die Besten der Besten sind angereist. Prost. Mach's wie die Franzosen. Oh, Chin-Chin. Diese unangenehmen 5 Sekunden Pause, wenn alle trinken. Nils ist dabei. Ja, hallo Florentin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bei gestern oder vorgestern, zum ersten Mal in meinem Leben in einem Fights-Spiel. Ja. Tage an der Uhr? Gamefights. So eine Uhr? Tagesuhr? Ja, Tagesuhr. Mhm. Ich habe so meine Haare, ich kann meine Haare so zu so einer Sonnenuhr zu hoch. Friemeln. Ja. Friemeln. Ist das nicht, dass die Haare sich nach der Sonne ausrichten? Ja, die wie so Pflanzen, die so quasi, weil genau. Meine Haare machen ja Photosynthese. Du musst tatsächlich beim Golf spielen, musst du mit einplanen, dass die Grashalme sich nach der Sonne ausrichten. Kannst du nochmal ganz kurz so Golf spielen nachmachen? Was ist denn die Bewegung für Golf? Ja, hast du grade, wie soll ich das denn jetzt so machen? Du hast gerade einen Baseballschläger. Ja, gemacht. Die Leute, du kannst ja auch aus der Luft Volley. Aber haben die Leute wirklich mal, jetzt ernst, ganz kurz, sorry, ganz kurz. Wegen der Sonnenuhr. Ja. Haben die wirklich so in der Antike sich auch so einen Ständer gemacht oder was? Damit man halt, so wenn man wirklich so gar nichts mehr da hatte, keinen Stock zur Hand. Deswegen wurden Erektionen erfunden. Naja, ich glaube, wenn du jetzt einfach irgendwo in der Savanne einen Stock in die Erde stellst, dann hilfst du das ja nicht, weil dann hast du ja keinen. Ah. Links anscheinend. Naja, es hilft dir schon. Also du musst die Himmelsrichtung kennen und dann siehst du ja von wo die, du siehst ja die Länge des Schattens. Wenn da zum Beispiel kein Schatten ist, ist es 12 Uhr mittags. Ja. So, das kannst du ja schon mal. So viel, aber erstmal, wenn du keine Sonne da hast, Nacht. Weißt du ja schon mal, es ist morgens. Ja. Wir haben übrigens heute auch die Frage, beste Himmelsrichtung im Petto. Also das können wir, falls ihr euch wundert, Moment mal, das ist ja gar nicht Colin, das ist ja gar nicht Simon, das sind ja gar nicht die coolen Dudes von Game 2. Nee, Game 2 muss heute verschoben werden. Die Jungs sind leider noch nicht ganz so weit. Deswegen springen wir ein, wir ziehen ein bisschen vor, aber natürlich direkt im Anschluss Game 2. Das heißt, wir haben heute auch die, wir sprechen heute auch mal Leute an, die sonst eigentlich nur für Game 2 einschalten. Herzlich willkommen. Oh Gott, das sind große Chancen jetzt für uns. Ja. Rekrutierung. Tool, alles mögliche falls. Donny ist auch mit dabei. Donny. Herzlich willkommen, Donny. Hallo. Vielen Dank für diesen Überspringen. Warum wird die Sendung eigentlich verzögert? Suchen die noch ihre Mütze? Ich glaube, die suchen ihre Mütze, genau. Ich habe mir auch schon gedacht, welche Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet heute Game 2 zu spät kommt und ich heute mit einer Game 2-Mütze da sitze. Damit will ich natürlich schon meine Solidarität bedingsten. Hast du gerade... weil du jetzt das zweite Mal Ironie gesagt hast, beim ersten Mal habe ich nicht verstanden, worum es ging. Hast du gerade eine Insta-Story gemacht? Über die Mütze? Ja. Und hast das mit Ironie? Und ja, ich fand's halt ironisch, weil ich in der Instagram-Story, erstmal habe ich gesagt, schaltet doch heute ein bei Everything Fights. Ja. Oh, was jetzt aber falsch, alles mögliche Fights heißt. Und dann fand ich das nur ironisch, dass ich das ja quasi getan habe, alles mit einer Game-2-Mütze auf, wo wir doch jetzt statt Game-2 laufen. Das ist lustig, und ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe nur das Wort Ironie hast du gerade eben schon mal benutzt, habe ich gedacht, vielleicht ging's um die gleiche Sache. Dann haben wir denselben Gag gemacht. Ja, wir haben heute 4 fantastische Fragen für euch vorbereitet. Ihr merkt schon, falls ihr schon ein paar Fights-Formate hier auf Rocket Beans TV gesehen habt, wir versuchen das Ganze so ein bisschen lockerer anzugehen. Es gibt auch keinen Judge, wie ihr seht. Ja. Wir spielen einfach so, weil wir beschäftigen uns heute nicht mit Filmen oder mit großer Kunst, sondern mit dem Alltäglichen, mit dem Mundänen, mit dem, wo man nicht erstmal sich eine Hose anziehen muss, um es genießen zu können, sondern mit dem, womit wir jeden Tag zu tun haben, was uns wirklich berührt, was um uns liegt wie ein Film auf dem Körper. Mhm. Und darüber versuchen wir heute zu reden. Und wir versuchen, Antworten zu finden. Und weil das natürlich mit der Objektivität so ein bisschen schwierig ist, weil und zum Beispiel unsere allererste Frage wird sein, was ist der beste Schokoriegel der Welt? Da hat jeder eine Meinung. Da ist natürlich auch viel Subjektivität dabei, weil man natürlich gerne sagen kann, ich mag gerne Karamell oder ist nicht. Ist es objektiv, aber gut. Bei mir ist es auch objektiv, nur Nils hängt dahinter. Die Hauptzutat meines Riegels ist Subjektivität und dazu stehe ich. Deswegen habt ihr heute die Möglichkeit, Judge zu sein. Ihr dürft abstimmen und zwar über Twitter. Werden wir, nachdem wir uns unterhalten haben, werden wir auf Twitter die Entscheidung freigeben. Wir möchten euch natürlich bitten, dass ihr so ein bisschen versucht, objektiv zu sein. Also, dass wenn jetzt wirklich euer Lieblingsschokoriegel dabei ist, dass ihr nicht
einfach für den stimmt, weil das wäre langweilig, sondern dass ihr auch schon so ein bisschen mit rein bezieht in euer Urteil. Wie hat der argumentiert? Was die Leidenschaft? Wie gut hat es mir gefallen? Und wie viel Bock habe ich jetzt auch mal diesen Riegel in meinen Körper hineinzuführen? Und darum soll es halt so ein bisschen gehen. Wir probieren das heute einfach mal aus. Wir probieren es heute einfach mal aus. Ohne Judge. Ihr seid der Judge. Es ist eh ein Testballon. Es ist eh ein Pilot. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und ansonsten... Wir sind live übrigens. Ich meine da gerade im Chat eine Frage. Sieht man ja auch da oben. Da ganz da hinten. Da. Wir sind tatsächlich live. Wie gesagt, die erste Frage. Was ist der beste Schokoriegel der Welt? Das werden wir gleich nach der Werbung angehen. Dann haben wir noch drei weitere Fragen. Auch ein Pitch wird es am Ende geben. Es wird nicht nur um Essen gehen, sondern um ganz viele verschiedene Themen des Alltags. Und wir haben, glaube ich, die geballte Kompetenz hier sitzen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und ich würde sagen, wir gucken noch mal ganz kurz in die Werbung. Und dann geht's hier los. Hashtag alles mögliche Fights. Guckt auf Twitter nach der Umfrage am Ende der Runde. Die erste Runde geht gleich los. Bis gleich. Alles mögliche Fights. Alles mögliche Fights. Herzlich willkommen zurück. Alles mögliche Fights heißt diese Sendung. Hi. Für alle, die sich immer noch wundern, warum das hier nicht Game 2 ist, sondern wir. Es tut uns genauso leid wie euch, aber Game 2 kommt erst im Anschluss, weil die sind noch nicht ganz fertig. Die mussten noch anreisen von gestern und die mussten noch die Niederlage verdauen. Ich dauere das nicht, Leute. Wir haben die goldene Kamera nicht bekommen. Das stimmt. Wir haben schon wieder gegen ältere Damen verloren. Wir müssen uns richtig anstrengen, dass dieses Format hier endlich mal eine goldene Kamera gibt. Wir müssen einfach eine Marmeladenoma oder was um die Ecke wieder. Ja. Apropos Marmelade, wir alle lieben Süßspeisen und den kleinen Zuckerschock am Mittag. Und darum soll es in unserer ersten Kategorie geben, Runde Nummer 1. Das war jetzt ein bisschen geraten, ich wusste nicht, ob wir das hier auch haben. Es geht in der ersten Runde um den besten Schokoriegel. Hashtag alles mögliche, falls könnt ihr gerne. Ich fange an. Dann kommst du. Der brennt so hart darauf. Pass auf. Pass auf, ist das so? Ja. Also, Leute, wir wissen alle, ein Schokoriegel ist mehr als einfach nur ein bisschen Zucker hier und da. Es gibt natürlich verschiedene Schokoriegel und jeder hat natürlich andere Geschmäcker. Aber jeder weiß, es kommt bei Essen oder bei Schokoriegeln generell nicht nur auf den Geschmack an, sondern auch auf die Konsistenz und auf das Esserlebnis. Ja, es gibt Schokoriegel, die schiebst du dir in eine Mundluke rein und nach 20 Minuten hast du wieder vergessen. Es gibt Schokoriegel, die sind ein Erlebnis. So wie mein Schokoriegel, was vielmehr ein kleiner Kuchen ist. Ein kleines Erlebnis, eine kleine Berg- und Talfahrt des Gaumenschmauses. Und ich präsentiere euch den besten Schokoriegel aller Zeiten, Kit Kat. Solide, sanft, ja, nicht zu viele verschiedene Zutaten, da tut sich nicht viel im Mund, das ist wie dein bester Freund. Du hast eigentlich 4 Schokoriegel in einem, du kannst es wunderbar nebenbei, du hast richtig was zu tun. Es hat einen Anfang, eine Mitte, ein Ende, es ist das perfekte Rundum-Erlebnis Kit Kat. Ich bin Nils. Ich bin selten dran. Mehr enttäuscht als ja, ich bin auch, ich habe nach also wirklich, ich bin enttäuschter als nach meinem ersten Mal Sex. Aber das höre ich oft. Seit einer Woche redet Florentin in der Redaktion über nichts anderes, dass er sich so auf diese Kategorie verirrt. Den perfekten Riegel. Jetzt kommt er mit fucking KitKat um die Ecke. So, jetzt lass erstmal Nils reden. Dein Riegel ist so ein bisschen wie der Tinder unter den Riegeln, wo man so, also man sieht ein Profilfoto und denkt, oh, das muss mega geil sein. Dann sieht man ihn in Wirklichkeit und denkt sich so. Was ist denn besser? Hätte ich mal besser in die andere Richtung geswiped. So, kommen wir zu meinem Riegel. Entschuldigung, dass ich das gerade angefangen habe. Ich dachte, jetzt wird diskutiert erstmal über deins. Jetzt geht direkt. Tut mir leid. Also mein Riegel, ich bin Freund davon, Dinge zu vereinfachen. Ich glaube, dass zu viele Ingredienzien, zu viel Ambition in einer Sache oft dafür sorgen, dass sie schlechter wird, als wenn man sie einfach hält. Und bei mir ist es so, ich bin mit diesem Riegel aufgewachsen. Es gab in der Schule genau einen Riegel am Kiosk zu kaufen. Und das ist derselbe Riegel, den ich bis heute kaufe. Ich habe viele andere Riegel ausprobiert. Ich bin wie ein verheirateter Mann, der viele Affären hat. Und ich hol mir Appetit woanders und ich komme nach Hause und ich greife immer wieder zu diesem einen Riegel. Und es ist der einfachste, es ist der beste Riegel, es ist der Kinderriegel. Es ist Kinderschokolade und es ist in sich perfekt. Die Kinderprodukte sind fast alle perfekt und Kinderriegel ist für mich ist der Alpha-Riegel von der kompletten Kinderriegel. Und er hat 5 Milchkammern. Man kann ihn perfekt teilen. Wenn man Freunde hat, je nachdem, wie beliebt die bei einem sind, kann man dem entweder eine Kammer geben oder 2. Und wenn man den 3 Kammern gibt, gibt man ihnen sogar die Mehrheit der Kammern. Und das ist das größte Sympathiebekenntnis, was man jemandem zuteil werden lassen kann. Und dann ist es so, du kannst Kinderriegel warm essen, du kannst sie kalt essen. Sie sind perfekt in deinem Mund. Die Abstimmung, die Mischung, ich kriege jetzt schon Pavlov, wenn ich nur dran denke. Sie werden einem nicht über. Viele andere Riegel kann man essen und man isst die einmal und beim dritten Mal abbeißen denkt man schon, oh, es reicht mir, jetzt willst du den Rest haben. Bei Kinderriegel nicht. So, ich bin sehr gespannt, Donny, was jetzt kommt.
was jetzt kommt. Du hast einen langen Anlauf genommen. Ja. Also ich präsentiere jetzt erstmal den besten Schokoriegel aller Zeiten und ich mache genauso wie ihr so eine kleine Rampe. Erzähl mal, warum ich den so gut finde. Und zwar, es gibt ein Regel in der Süßwarenwelt, dass man immer erstmal nach Italien schaut, wenn man wissen will, wie was geil gemacht wird. Gerade so Süßgebäck, ja. Es gibt eine kleine Firma aus Italien, die kennt ihr vielleicht, ja. Die heißt Ferrero. Die macht bestimmte Produkte, ein paar kleine Produkte macht die. Die macht zum Beispiel einen Riegel, den kennen wir alle. Das ist zum Beispiel Duplo. Ist noch die Rampe. Keine Sorge, ist noch nicht der Riegel, den ich ausgewählt habe, aber auch ein sehr guter Riegel. Ja, Duplo ist ein solider, sehr guter Standardriegel, ja, würde ich sagen. Schön im Kühlschrank. Aber die Firma hat sich gedacht, wie kann man denn diesen fast perfekten Riegel einfach noch geiler machen? Lass ihn doch einfach nochmal, wir geben dem Ganzen 3 Bobbles, ja, gefüllt mit cremiger Haselnusscreme, ja, cremiger Creme, und da drin machen wir einfach ganze Haselnüsse rein. Deswegen ist es ganz klar, der beste Schokoriegel, den es gibt, ist natürlich der Duplo Chocnut. Dieser Riegel bietet alles, was man habe. Du hast schon gesagt, ein Erlebnis soll das sein. Genau so ist es. Wir haben was Crunchiges, wir haben was Cremiges, wir haben eine ganze fucking Nuss da drin. Man kann diese Kammern, es sind 3 Stück in jedem Riegel, kann man aufbeißen, kann man rauszurzeln, wie bei einer Weißwurst. Kannst du die Creme schön rauszurzeln, ja? So, dann hast du erstmal eine Nuss. Kannst du die Nuss, ist auch gesund ein bisschen, ne? Kann man die Nuss essen und dann hast du einfach der Rest davon ist Duplo, ja? Es ist genial. Es ist der beste Riegel der Welt. Es sind 3 Häppchen. Du kannst auch mal, wenn du wirklich mal sagst, so, ich habe jetzt gerade schon 5 geballert, der 6. ist mir gerade zu viel. Nimmst du einfach eine Kammer vom 6. und hast immer noch 2 Kammer, machst den Kühlschrank zurück. Duplo Chocnut, beste Schokoriegel der Welt. Das passt nicht, dass man noch nie Riegel gehört hat. Ja, ich auch nicht. Und ich denke mir auch, also, was ist das für ein Produkt? Reden wir hier über bekannte Schokoriegel? Aber hast du dir das ausgedacht oder gibt's das wirklich? Duplo Chocnut gibt's wirklich. Ja, es ist nicht der krasseste Mainstream-Schokoriegel, gibt's aber eigentlich in jedem Supermarkt. Ist so ein, ich will's gar nicht erklären. Es ist Duplo Chocnut. Aber ich finde, da hat Nils was absolut gesagt. Duplo Chocnut, das ist wieder hier, da ist ein Knubbel obendrauf. Duplo an sich ist ja für mich schon ein bisschen zu verspielt, ehrlich gesagt. Da ist zu viel los. Und das ist einfach, der wird obendrauf, kommt dann noch Nuss und kommt dann rein. Ich finde, wenn du eine Vision hast, dann musst du die auch sauber und clean umsetzen können. Da musst du einfach sagen, Freunde, was brauchen wir hier nicht? Und da habe ich schon wieder, da sind dann hundertprozentig auch noch so schwarze Dark, wie sagt man, zartbitter Streifen drauf. Das ist nicht aus Zartbitter, aber sind aus noch milchigeren Milchschokolade. Also ich habe noch nie, das ist verspielt. Das ist verspielt. Bei aller Liebe, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, das ist eine schlechte Idee, mehr Schokolade auf Schokolade zu machen. Nicht mehr Schokolade, sondern du hast verschiedene Elemente. Du hast da diese Creme drin, du hast die Nuss. Du bist abgelenkt. Du weißt gar nicht wohin. Ich finde, ein guter Schokoriegel muss auch nebenbei funktionieren. Ja? Gut, du kannst nicht die ganze Aufmerksamkeit darauf, da muss ich zuzählen, oh, die Nuss, was war das? Ist ein Zahn, ist die Nuss? Ein KitKat kannst du auch schön nebenbei. Zack. Ein KitKat, man muss ja auch auf seine Mitstreiter sozusagen auch eingehen. Und ich muss zugeben, ich hatte KitKat auch auf meiner Shortlist drauf. Ja? KitKat ist ein verdammt guter Riegel, absolut, keine Frage. Vor allem am liebsten im Kühlschrank generell. Eigentlich. Ah, ein gekühlter KitKat ist unfassbar gut. Ich mag auch die Chunky. So sehr wir uns hassen, ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Schokoriegel gehören einfach. Ja, also ganz ehrlich, hätte ich flüssigen Stickstoff immer parat, ich würde das drauf machen. Für mich ist sogar nicht nur Kühlschrank, sondern es muss auch in die Tiefkühltruhe. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ja. Kinderriegel warm und kalt. Nein, das würde ich kurz erläutern. Was ich damit meine, ist, dass man ein Kinderriegel, wenn er Raumtemperatur hat, das ist für mich warm. Oh, nee. Ihr könnt euch geekelt an, das ist egal. Das macht, wenn ihr in einen Kiosk geht und es ist nicht gerade 35 Grad, sondern es ist so charmante 22 Grad, kann man den Kinderriegel auch bei 22 Grad genießen. Und das kann man nicht über jeden Riegel sagen. Bist du ein Schmelzer? Lässt du ihn schmelzen? Oder was bist du für ein Kinderriegel? Nein, also ich esse ihn am liebsten tatsächlich gekühlt, weil ich mag das, wenn man eine Kammer abbeißt. Es gibt diesen signifikanten. Ja, er ist geil. Und dann schmilzt er so schön im Mund und man kann die eine Kammer richtig, oh Gott, ist das geil, im Mund zergehen lassen. Jeder Geschmacksnerv wird irgendwie bedient davon. Ja. Und dann hat man noch so einen leichten Film auf der Zunge, den macht man sich so am. Ich meine, wir müssen darüber reden. Und dann kannst du die nächste Kammer nehmen. Und was du gerade gesagt hast, ne? Die 4 Riegel des KitKats. Du denkst dir, oh, das ist geil. Und du guckst runter, ich habe noch 2. Ja, und das geil, es geht noch weiter. Ja, und ich das ist Kammer so. Oh, die Kammer war geil. Ich meine auch mit dem Nebenbei-Essen, meine ich auch. Wenn man zum Beispiel eine mehr hast. Du bist Krankenpfleger oder du bist Student bist in der Bibliothek und du willst kurz ein bisschen, du brauchst was irgendwie. Und da ist dieser Kinderriegel. Du nimmst ihn, eine Kammer, legst ihn beiseite, lernst weiter. Ach, Quatsch.
Quatsch. Das geht alles. Alles. Sorry, aber ganz kurz. Ein Kinderriegel, wir müssen ja nicht überreden, dass ein Kinderriegel geil ist. Ein Kinderriegel lässt dich aber nie zufrieden zurück. Ein Kinderriegel, das, was denn das? 23 Gramm, 24 Gramm, das ist zu wenig. Du isst es und nicht so, oh, geil, geil, Geschmack, oh, ist weg. So, beim deswegen gibt es hier so große. Also, ein KitKat hast du wirklich vier kleine Kinderriegel, weil du dir immer denkst, oh, geil, du hast, ja, Knack, du hast die Waffel, du hast es perfekt abgestimmt. Nee. Das Anfang ist geil, der Ende ist geil. Moment mal, das ich habe vier Anfänge und ich habe vier Enden. Jetzt muss ich sogar für Nils argumentieren, aber tut mir leid, ich schreite mal zu deiner Verteidigung voran. Natürlich ist kein Mensch isst einen Kinderriegel. Nee, aha, eben, man hat man die 10er-Packung, so, ja, dann ballert man die weg. Das ist nicht der perfekte Riegel. Doch, doch, ja, dann fühlt man sich schlecht. Sagen, ich Reis, weil ich 1000 esse. Nein, aber diese Kinderriegel, die sind ja ganz oft, man kann sie einzeln kaufen, weil sie so beliebt sind. Ja. Aber sie sind auch recht günstig übrigens. Und das ist gut, wenn man auch kleine Sachen. Wenn man, ja, ist so, wenn du hast keine Kinder, aber ich sag dir, wenn du kleine Kinder hast, denen willst du nicht zu viel Zucker geben, weil die sonst völlig durchdrehen. Die sitzen nachts auf der Gardinenstange mit solchen Augen. Und das ist mir völlig egal. Und deswegen möchtest du auch, Milch kann man einzeln oder Riegel einzeln geben können. Und das die Option, bitte Kinderriegel. Mensch, aber mach das. Es gibt, ich sag dir gerade, für Kinder. Und was du halt hast, ist, es gibt diese großen Packungen, die so mit diesem Halbkreis, und es gibt natürlich auch diese Tafeln. Da sind natürlich mehrere Kinderriegel drin. Die sind einfach schön verpackt. Aber was ich sagen möchte ist, ich bin auch KitKat-Fan, ich mag das ohne Frage, also es ist ja Quatsch jetzt zu sagen, ich mag kein KitKat. Aber was ich persönlich bei KitKat empfinde, ist, dass man relativ schnell übersättigt ist. Du isst die, also wenn du alle, KitKat isst, ja, aber wenn du alle KitKat isst, wenn du alle KitKat isst, die da in der Packung sind, hat man, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen, hat man danach eigentlich keinen Bock mehr auf den KitKat. Wohingegen, du sagst Kinderriegel schlecht, wenn man mehrere isst. Nein, du bist davon übersättigt. Du einem KitKat. Wenn du, nein, von den KitKat, wenn du eine Packung KitKat isst, ja, dann willst, aber ich sag, dann hast du keinen Bock KitKat mehr. Das reicht dir dann. Dann denkst du, jetzt habe ich mal für einen Monat genug KitKat gegessen. Aber was ist das für ein Argument? Ja. Wenn man zu viel davon isst, hat man zu viel. Ja, das ist bei allem so. Nein, nein, These? Nein. Zu viel ist sehr schnell erreicht bei KitKat. Das ist meine These. Aber das ist das Gute. Du bist mit einem Riegel, und darum geht's. Was ist der perfekte Riegel? Nicht von wem will man sich 4 Kilo reinschieben und lebt danach noch, sondern was ist der perfekte Riegel? Lass uns doch mal voranschreiten und nicht die ganze Zeit jetzt nur über Kinder. Ich möchte noch eine Sache abhaken. Also, Chocolat kommt mir hier ganz eindeutig zu kurz. Ich möchte noch niemanden argumentieren. Eine Sache kurz abhaken. Kinderriegel ist natürlich geil, aber wir wissen auch alle, warum. Weil man es als Kind gegessen hat. Nee, ist, alles ist geil, deswegen, du würdest heute nicht mit He-Man anfangen, du würdest heute nicht mit Sailor Moon anfangen, du würdest heute nicht mit Kinderriegel anfangen. Was ist weil KitKat für dich? Welche Zielgruppe ist für dich für KitKat? Den isst du dein ganzes Leben. Naja, also, das ist eine Behauptung, die ich so nicht stehen lassen will. Ich weiß, du bist dran. Ja, aber keiner ist dran, jetzt geht es ja ums Diskutieren. Ich habe mir das jetzt angehört, aber irgendwann reißt mir auch der Geduldsfaden. Ich kann mir jetzt nicht möchtest du einen Kinderriegel? Ich kann mir nicht 20 Minuten jetzt nur Kinderriegel und KitKat anhören. Weißt du, mich wurmt das immer noch nachhaltig, dass jetzt das Hauptargument gegen meinen offensichtlich sehr, sehr guten, wer den mal gegessen hat, ein super Riegel ist, ja, also der beste Riegel, das, wer den kennt den, kaufen? Nur weil dir, jetzt geht's hier um so einen Fame-Contest, ja, jetzt ist hier Kim Kardashian versus Selena Gomez und ich komme hier um die Ecke mit hier, hier, was weiß ich? Nils Boomhoff. Nils Boomhoff, so. Das heißt ja nicht, dass du nicht geiler bist als die anderen beiden, ja? Das ist für mich kein Argument, wenn es um Schokoriegel geht. Doblo Chucknut ist einfach der Shit. Man könnte meinen, zum Beispiel, ich gehe ja auf die Kinderfamilie auch mit ein, so Bueno, Hammerriegel, so. Hm, lass doch mal Bueno nehmen und da fucking ganze Haselnüsse reinmachen in die Kammern, machen einen geilen Riegel noch geiler. Doblo Chucknut ist der übelste Shit. Du kannst das, du kannst dieses Aussaugen, Mann, dieses Aussaugen. Ja, aber das, guck mal, Nuss und Genuss sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst dich einfach irgendwo eine Nuss reinpacken und sagen, jetzt ist es irgendwie geil. Nee, außerdem nochmal zu Kinderriegel. Reduktion. Auch noch mal als Argument. Jeder weiß, irgendwann haben die vor ein paar Jahren die Formel geändert. Genauso wie bei den Ü-Ei-Schokolade. Die schmeckt nicht mehr so wie früher. Die haben irgendeinen Scheiß gemacht. Stopp, es gibt einen Unterschied zwischen Kinderriegel und Kinderschokolade. Das ist ein Gerücht. Nein. Das ist ein Gerücht. Nein. Die Leute, nein. Ist ein Gerücht. Das ist genau wie Cola Light und Coke Zero. Das ist das Gleiche. Nein, ja, gut, da machen wir nächste Woche einen Blindtest. Das kann ich dir sagen, dass Coke Zero und Coke Light nicht dasselbe ist. Lars Pausen, ja, fast das haben wir vor einem Jahr bewiesen. Ja, gut, aber okay. Na, muss man auch einsehen, wenn man Unrecht hat, nehme ich zurück. Aber ich bleib dabei, dass Kinderschokolade das gleiche ist wie. Das ist so ein. Wenn du ein Ü-Ei aufmachst, ne, innen dieses weiße oben, außen, das ist das gleiche wie Kinderschokolade. Okay, also wenn wir jetzt auf dem Niveau argumentieren, dann kann ich nach Hause gehen. Also. Da hätte ich gerne noch ein gesondertes doch, Voting. Fakt ist doch, weißt du, du bist mir als Mensch total sympathisch. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal objektiv sein möchte, dann ist dein Chocknut einfach, sorry, das ist einfach raus. Weißt du, wie das aussieht überhaupt? Das ist einfach ein bisschen zu verspielt. Es ist zu, du willst doch nicht viel. Du willst eine Ebene, wo du dich reinlegen kannst. Da kann ich das ist ein Gebirge. Oh, Nuss. Du willst doch nicht eine ganze einzelne Haselnuss. Du willst das schön verteilen. Weißt du, wie geil das ist, wenn du kannst, vor allem, was ich noch gar nicht.
Ich habe ein Argument. Ich merke schon, ich schwimme gerade, jetzt fällt ich keine konkreten. Naja, weil ich werde langsam warm. Ich muss ja auch Argumente nennen. Ich kann nicht einfach nur sagen, warum ich dass ich es geil finde. Genau. So, ich habe ein gutes Argument für meinen Riegel, ja. Und zwar hast du du hast einfach immer ein Essenserlebnis. Du kannst verschiedene Arten das essen. Du kannst das ganze Ding einfach mal nehmen, kann mal richtig brachial sein, einfach mal durchbeißen. Völlig gegen alle Regeln, YOLO, ein bisschen Mad Max sein, wenn es in der Riegelwelt. Einfach mal reinbeißen mit der, du hast die Haselnuss, kriegst du dann mit, du kriegst die Haselnusscreme und du kriegst das Duplomäßige drumherum. Zweite Variante. Eher eine Praline. Du machst ein bisschen den. Nee, du machst einfach. Mhm. Jetzt kommt der mit eher eine Praline. Du kannst dann auch mal so eine Kammer dir abmachen und einfach mal den Deckel aufmachen. Hallöchen. Ja, machst du da wieder Lust drin? Nee, dann eben nicht. Das kommt doch danach. Ja. Das ist erstmal die Kammer ab. Auf. Oh, guck mal. Da ist eine Haselnuss, eine ganze Haselnuss in leckerer Haselnusscreme. Oh mein Gott, ich leck mal drumherum und ist die Haselnuss. Und die ist ganz, ist unendlich möglich. Ich glaube dir ja, dass das für den Moment ein guter Genuss ist. Aber es gibt einfach, wenn du mal guckst, was hat denn Bestand, was hat Dauer, dann da hast du immer in allen Dingen eine gewisse Reduktion. Das ist ja das, was den Test, nein, ich meine nicht Nostalgie, ich meine, was den Test der Zeit am Ende übersteht, ist eine verfeinerte, perfektionierte Rezeptur, die in den meisten Fällen, weil sie perfektioniert ist, mit relativ wenigen Dingen auskommt. Und das ist in Wenn du diesen Gedanken konsequent zu Ende denkst, ist es der Kinderriegel. Kinderriegel sind immer die, und ich glaube, übrig bleiben. Das sind die übrig bleiben. Nein. Und ich glaube, am Ende des Tages irgendwo liegen Kinderriegel. Süßigkeiten, die bleiben immer übrig. Ja, maximal, weil sie vielleicht so oft gekauft werden, weil jeder weiß, jeder liebt es. Ja, wenn du eine Milliarde mega leckere Hackfrikadellen kaufst, dann können die Leute auch nicht alle essen. Mega leckere Hackfrikadelle. Aber das ist kein Argument gegen die Hackfrikadelle, sondern eine dafür. Leute, so. Duplo Choc ist zu verspielt. Choc-Nut. Du hast zu viel. Das ist eine Respektlosigkeit. Schmidt, Matt und Sminder, oder was? Schau mal, du hast bei KitKat, du hast ein Erlebnis, du hast vier längliche, schöne, die sind auch subtil. Das ist das Langweiligste. Du stopfst dir das Maul voll, du weißt auch nicht, wovon du redest. Ja? KitKat hast du schön, du hast vier Bissen pro Stück und vier Stücke. Das sind 16 Bissen, das ist ein Erlebnis von Anfang bis Ende. Ey, das wird jetzt mir auch persönlich, ne? Also ich sag mal ganz ehrlich. Ja, lass die Leute entscheiden, du wirst ja sehen, wie die Leute entscheiden. Florentin, lasst euch nicht lumpen. Der Florentin ist einfach, das ist ein Puppetmaster. Der macht die ganze Zeit das gleiche Argument, bringt es zwar gut rüber, ich glaube ihm ja auch schon fast, aber man muss sich immer wieder vor Augen halten. Florentin sagt nichts anderes. Du hast einfach viermal den gleichen Riegel, das ist super langweilig. Du kannst ja nicht mal, wie beim Chunky KitKat, wo ich bei dir wäre, die Enten so eben abkauen, die. Und die hast du viermal, mein Lieber. Die sind viel zu klein beim KitKat. Überhaupt nicht, das ist doch nicht abweisbar. So, gut. Wir haben alle unsere Argumente ausgetauscht. Ich glaube, die Zeit ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Aber am Ende des Tages habe ich jetzt auch nichts gehört, was mich von meiner Meinung abbringen würde. Ich hingegen glaube, dass ihr beide nach dieser Sendung irgendwo zum Kiosk läuft, völlig verzweifelt. Hoffentlich hat er noch offen, um euch einen Kinderriegel zu kaufen. Er hat doch eh wieder irgendwo so ein Notfall-KitKat irgendwo. Ihr schaut jetzt bitte auf Twitter vorbei. Unter Hashtag alles mögliche Falls findet ihr auf jeden Fall die Umfrage. Sie ist ab jetzt freigegeben. Ihr könnt abstimmen. Wie gesagt, bitte stimmt nicht unbedingt dafür, was ihr am besten mögt, sondern auch ein bisschen die Diskussion mit einfließen lassen. Das kriegt ihr hin. Und googelt bitte Duplo Choc, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Das muss man dazu sagen. Weil viele Leute wissen gar nicht, dass das der Riegel ist. Den haben sie alle gegessen, aber wissen gar nicht, wie der heißt. Das ist das erste Mal in diesem Format und ich glaube, du machst den Anfängerfehler. Du nimmst Sachen, die niemand kennt. Das ist immer das Problem, auch bei Filmfights. Warte mal, wir kommen noch ein paar andere Fragen. Ich habe noch ein paar andere Antworten. Ich stehe einfach zu meinen Prinzipien. Wir warten jetzt noch ein bisschen ab, bis ihr abgestimmt habt. Ihr könnt gerne alle stimmen und ansonsten würde es natürlich auch interessieren, was ihr als euren Lieblingsschokoriegel. Wir haben keinen Fact-Checker, es ist alles Wald- und Wiesen-Format. Ansonsten nochmal an alle, die Game 2 sehen wollen, es kommt im Anschluss. Ansonsten, während wir die Abstimmung walten lassen, können wir schon mal die nächste Frage in den Raum werfen. Und zwar, nachdem wir den Punkt verteilt haben, wird es gehen um die Frage, was ist das beste Geschenk für jemanden, den man nicht kennt. Also jeder kennt das Problem, man ist eingeladen, Schwiegervater, Schwiegermutter, Neffe, irgendwie sowas, was soll man da schenken? Und wir geben euch jetzt. Hat jemand einen Neffen, den er mag? Ich liebe meinen Neffen. Ja gut, weil ihr zuschaut. Neffe ist doch der Sohn oder der Sohn der Schwester. Ich weiß nicht mal, was Neffe ist, ehrlich gesagt. Ist nicht ein ehemaliger Fußballer? Also, wir stehen auf jeden Fall die Frage, was ist das perfekte Geschenk für jemanden, den man nicht kennt? Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten weiß ich nicht. Abstimmung läuft noch 3 Minuten. Okay. Was? Das ist aber eine sehr lange Abstimmung. Ich bin immer noch so enttäuscht, dass er KitKat genommen hat. Weil wirklich, also ja? wer Florentin kennt und wer vielleicht von den Zuschauern da draußen auch mal seine Moin Moins guckt, da mal rein, zippt und so, der weiß, und das weiß ich auch sehr zu schätzen an Florentin, wenn es um Essen geht, da lässt er sich nicht lumpen. Da ist er wirklich, da geht er sehr ins Detail. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt, zum Beispiel Weltmeisterbrötchen. Es steht mittlerweile, seitdem ich Florentin kenne, absolut auf meinem Standardplan. Ja, so, und da habe ich einfach gedacht, wenn Florentin bei einem Schokoriegel
der Mann, der mit Leidenschaft über Essen philosophiert und irgendwie sich damit beschäftigt, dass er mit einem KitKat um die Ecke kommt, mal, da bin jeder, ich aber echt enttäuscht. Der Mensch, das Leben ist ein Kreis. Und der Mensch, das menschliche Leben ist immer ein Kreis. Du fängst an bei einfachen Dingen. Du isst erst Erde, Gras, Apfel. So, dann wird's immer komplizierter. Irgendwann kommt dann die Duplo-Choc-Phase, wo du ganz viel kombinieren, kombinieren. Aber jeder Mensch kommt am Ende seines Lebens immer auf Minimalismus zurück. Und er hört plötzlich, Bach, da ist ja alles da. Muss ich jetzt Reggae, Dubstep hören? Nee, Bach, da ist ja, ja alles für da. Für Autisten vielleicht. Und genauso ist es bei Schokoriegeln. Das war auch mein Argument für den. Ja, Geist, die Abstimmung, ne? Läuft. Ja. Und am Ende nicht mal ein Argument klauen. Am Ende des Lebens kommst du auf die einfachen Dinge zurück, weil du einfach weißt, da ist schon alles drin. Du musst dich nicht in Exotik, in Ohr verspielt und fünf verschiedene und dann Rain Man Schokolade. Bist. Nee. Bach, allein das, damit hast du jetzt alles aus. Nein, er hat ja völlig recht, weil ich habe ja das Gleiche gesagt. Ich bin mit 100% bei Florentin. Das einzige Problem ist, was du gemacht hast, du bist wie ein super talentierter Hogwarts-Schüler, der dann leider bei Hufflepuff landet, weil es einen Formfehler gab. Aus dir hätte was Großes werden können, wenn du den Kinderriegel genommen hättest. Nee. Und by the way, man hat mich hier schon häufig im Haus mit einem Kinderriegel durch die Räume streifen sehen. Ja, eins, wo wahrscheinlich aber dich die rumlagen, hat noch nie kennen. Jemand mit einem KitKat gesehen. Also Kinderriegel, ich habe jetzt mal diese Diskussion komplett rausgelassen, ob das wirklich ein Kinderriegel ist. Denkt man drüber nach. Und außerdem, wenn wir zum Thema Kinder, man könnte ja fast noch mal die eigene Frage aufmachen, was ist der beste Ferrero-Riegel? Weil an Kinder-Country kommt auch ihr Kinderriegel nicht vorbei. Kinder-Country hat natürlich den Vorteil, dass die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen sind. Und by the way, was ich mal sagen, was du gerade gesagt hast, Florentin, ne? Dass man beginnt mit Erdegras, das ist Quatsch. Weißt du, womit man beginnt? Mit Milch, mit Muttermilch. Und wo ist nun mal Milch reichhaltig vorhanden? In den Milchkammern des Schokoriegels. Wie machen wir das denn? Das ist die richtige Argumentation. Milchschnitte wäre auch noch gut gewesen übrigens. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich wollte auch wirklich das beste Produkt haben. Das ist mir offensichtlich auch. Kennt ihr noch die Werbung von Kinder Country? Das ist eine meiner Lieblingswerbungen aus den 90ern. Mit dem Kornfeld? Ja, nee, genau, wo dann der Sprecher so sagt, so, manche Riegel sind einfach zu zäh. Und dann so ein Gummiband zu. Oh, ja. Manche Riegel sind staubtrocken. Und dann so ein Ding, der beißt und sagt und dann so so eine Explosion von Krümeln. Ja. Doch, Kinder-Country ist genau richtig. Und dann kommt einfach jemand auf dem Pferd angeritten, der den Kinder-Country ist. Und ich dachte, das ist mal eine geile Werbung. Da haben sie ordentlich LSD geballert und gesagt, das sind die ersten Ideen, die wir nehmen, den wir machen. Ja. Aber ganz kurz, Verschwörungstheorie. Kann es sein, dass es in den letzten Monaten kein Kinder-Country an der Kasse gab? Dass du das unter Verschwörungstheorie packst. Ich glaub, oder ist es jemandem aufgefallen? Aus die haben, glaube ich, die Produktionsreihe nach Effizienz geordnet und haben sich überlegt, wir produzieren nur noch Kinderriegel. Alles andere sind minderwertige Produkte. Die Runde ist vorbei. Ey, wisst ihr aber, welchen Riegel es mittlerweile in der Kasse gibt, an den meisten Kassen? Schloss und Riegel. Duplo Chocnut. Wie läuft das ab? Sehen wir die Abstimmung oder machen wir bei der nächsten Abstimmung bitte nicht mehr 3 Minuten, oder? Machen wir das bisschen, war sehr lang. Machen wir 1,5 Minuten oder 1 Minute. So, wir haben gesehen, Nils gewinnt die Runde. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. An den Kinderriegel. Dankeschön. Donny auf Platz 2, KitKat abgeschlagen auf Platz 3. Somit der erste Punkt an. Dankeschön. Nils. Was? Ihr habt gut gewählt, ihr habt recht. Ihr habt alle recht. 44% von euch haben einfach recht. Vielleicht muss man auch so ein bisschen die Beliebtheit berechnen. Nee, sorry, da sitzt Florentin. Florentin ist everybody's darling. Ich glaube, er meinte des Riegels, aber ich glaube, dass selbst das Riegels. Duplo Choco Ding hier gewinnt. Aber ich finde, du hast es ja ein paar Mal auch betont, aber dass es ja wirklich darum geht, dass man eigentlich auf die Argumente hören sollte, aber ich glaube, die Beliebtheit hat sich dann doch durchgesetzt oder das berühmteste. Na gut, du musst es fair anerkennen, das Volk hat abgestimmt. Hat ja auch einen Grund. Also es hat ja einen Grund, weshalb das so beliebt ist. Aber das KitKat letzter, das macht mir jetzt glücklich. Gut, wir kommen zu Runde Nummer 2. Grafik. Mit der Frage, was ist das beste Geschenk für jemanden, den man nicht kennt? Auch natürlich gern gesehen unter Hashtag alles mögliche, falls eure Möglichkeit. Da gibt es bestimmt viele Leute draußen, die es wirklich wissen wollen, die heute Abend noch irgendwo hingehen und ein Geschenk brauchen. Wir haben die Reihenfolge Donny, Florentin, Nils. Donny, du fängst an, bitteschön. Ja, also ich habe lange überlegt, was könnte denn das perfekte Geschenk für jemand sein, den man nicht kennt. Ich glaube, da habe ich kurz gedacht, Kinderriegel, da habe ich gedacht, nee, ein Schoknat wäre schlauer gewesen. Aber da habe ich gedacht, nee, kein Riegel, sondern ich bin wirklich in mich gegangen und habe versucht, mich an Situationen zu erinnern, an denen ich in dieser Situation war. Und wir kennen das alle, ne? Und dann, ja, Geld zu unpersönlich, man will ja die Leute auch nicht beleidigen, irgendwie nur ein Gutschein ist auch irgendwie auch unpersönlich irgendwie. Und dann bin ich in mich gegangen und habe mich gefragt, was will ich eigentlich bekommen? Worüber würde ich mich freuen, wenn jemand Fremdes mir das schenken würde? Und dann ist mir was in den Kopf gekommen und dann habe ich nochmal einen Gegengecheck und mich gefragt, wenn ich diese Sache auch verschenken würde, würde dann jemand Fremdes daran Freude haben? Und die Antwort war ja. Und es geht um ein Pflegeset von zum Beispiel Rituals. Rituals, weiß ich. So konkret.
Warte. Es geht darum, warte. Ich gebe auf, dagegen kann man nicht gewinnen. Es geht, ich weiß, es klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie, mache ich jetzt Werbung für eine bestimmte Marke, aber wer diese Marke kennt, das sind jetzt, ich weiß, es wird wie mit Choc-Dot ein bisschen schwierig sein, weil es ist nicht die breite Masse. Die wissen, die Sachen sind richtig geil. Duschgel, so ein bisschen Eau de Toilette, irgendwie noch so eine geile Creme, noch so irgendwie so ein Badesalz mit so Aktivperlen, so mal schön so ein Wellness-Abend zu Hause machen, ja? Das Wellness-Hotel, das Spa zu sich holen. Mhm. Es ist genderunabhängig, ich kann das einer Frau schenken, ich kann es einem Mann schenken. Es sagt, hey, du bist jemand, ich sehe das. Du bist jemand, du pflegst dich gerne, du stehst auf hochwertige. Nee, du offensichtlich nicht, ich muss es dir erschenken. Nein, ich. Du bist jemand, du legst Wert auf hochwertige Pflegeprodukte, ja? Komm, geh mal weg zu Hause mit deinem üblichen Nivea-Scheiß da oder irgendwie hier deiner Seife da, deiner Kernseife. Ich gebe dir jetzt mal hier schön ein Pflegeset von Rituals. Kannst du mal schön hier Samurai Duschgel-Schaum machen. Das ist so Gel, das wird dann so groß, so schäumig, richtig geil, riecht Hammer. Okay. Ich ignoriere jetzt einfach mal diese Lache und ich rede mit dem Zuschauer. Lasst euch nicht davon beeinflussen, dass das irgendwie lächerlich ist. Geht mal in euch und fragt euch, wie sehr würdet ihr euch über ein geiles, das muss ja nicht diese Marke sein, über ein Pflegeset, so ein kleines Präsentkorb mit Pflegeprodukten freuen? Ein bisschen Bartöl, ein bisschen hier Duschgel, okay. Bisschen, es geht nicht nur um Waschen. Ganz verstanden, okay. Ja. Ach, Geschenke ist immer ein schweres Thema, weil oft, ich habe schon viele Geschenke in meinem Leben bekommen, wo ich mir am Ende denke, was soll das, steht zu Hause rum, benutzt keiner. Generell, materielle Dinge können ja auch immer eine Last sein. Ja, ne? Also man denkt sich immer so, ah, okay, man schenkt was und dann steht das zu Hause rum und was soll ich damit und ein Toaster und ein Sandwichmaker. Das Beste, was man schenken kann, ist wirklich dem Gegenüber eine Hilfe für den Alltag. Und zwar, was haben wir im Alltag? Wir haben Stress, wir müssen an 1000 Dinge denken, oh, was passiert. Deswegen, das beste Geschenk, was man schenken kann, ist Sorglosigkeit. Und was verleiht Sorglosigkeit, wenn nicht? Und jetzt denkt mal bitte drüber nach. Das beste Geschenk der Welt, das man jedem schenken kann, ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr. Schenkt man jemanden, kann man einlösen, wenn man will. Wenn er schon eine Karte hat, einfach den nächsten Monat. Oh, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Ansonsten den ganzen Monat musst du nicht mal, oh, nach der Party noch nach Hause, ah, oh, Bus, wann kommt der Bus, wo cool ist Ticket, wo ist der Automat? Muss ich mich nicht drum kümmern. Ich habe ja ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr. Die Person denkt oft an dich. Es ist nicht groß. Du kannst jemandem das einfach geben. Zack, Geldbeutel, kein Ding. Auf der Party. Man muss nicht so einen großen Beutel mit Shampoo und mit so einer Bürste dann die ganze Zeit rumtragen. Es ist klein, es ist knackig. Und denkt dran, würdet ihr euch wirklich drüber freuen, wenn ihr euch einen Monat mal nicht drum kümmern müsst. Oh, der erste des Monats. Oh, jetzt muss ich zum Automaten. Oh, drei Leute stehen in der Kasse. Und ah, da hat Florentin dran gedacht für mich. Perfekt. Jede Altersstufe für jeden gleichermaßen. Mhm. Möglich. Okay, Nils? Ja, ich bin auch durchgegangen, ey, was ist das perfekte Geschenk? Und dann habe ich natürlich so Klassiker gedacht, Flasche Alkohol ist immer ein Klassiker. Habe ich gedacht, so, ja, aber was ist, wenn zum Beispiel dass jemand wie Florentin ist, der keinen Alkohol trinkt, bist du direkt unten durch. Außerdem ist es auch nicht besonders original. Dann habe ich überlegt, okay, wie wär's mit einem Butler, wenn ich jemandem einen Butler schenke, der ihm einfach alles abnimmt, einfach immer bereit steht. Dann habe ich gedacht, okay, das ist sehr teuer, so ein Butler. Und es gibt nicht so viele, ich habe nicht so viel Geld, auch nicht für das perfekte Geschenk. Und dann habe ich überlegt, okay, ich möchte ein Geschenk haben, was zum einen zu jedem passt. Also es müssen alte Menschen sein, junge Menschen sein. Es muss etwas sein, womit jeder etwas anfangen kann. Und es muss vielleicht auch irgendwie eine gewisse Aktivierungsenergie mitbringen. Ich finde es immer sehr schön, wenn man jemandem was schenkt, was sozusagen Argumente der Trägheit wegwischt, weil man dann diese Sache hat und man sagt, okay, jetzt mache ich das auch und ich nutze das auch und das bringt sonst eine Aktivierungsenergie in ein Leben mit rein. Und deswegen habe ich überlegt, das perfekte Geschenk ist ein Kinogutschein. Und es ist nicht unpersönlich, weil es ein Gutschein ist, überhaupt nicht, sondern was Kino mitbringt ist, ich weiß, du lehnst dich zurück und deine Körpersprache sagt was anderes als deine Empfindung, weil du denkst in dem Moment, fuck, das ist gut. Und ich sage euch, warum das gut ist. Weil, erstens, viele Leute gehen nicht mehr ins Kino, weil man sich nicht mehr die Zeit nimmt. Ich sage das auch gerade als Familienvater. Je weniger die Zeit hast, desto weniger gehst du ins Kino, weil das ist quasi Luxus für einen. Dann ist es sehr teuer geworden. Wenn man jung ist, nicht so viel Geld hat, Kino ist mittlerweile richtig, richtig teuer. 15 Euro für eine Karte, kein Problem, gehst du 32 Euro. Und wenn du eine Kinokarte schenkst, sie ist für jeden, für Männlein, Weiblein, alt, jung, mittel, jeder findet im Kino was. Und gleichzeitig, und das meine ich mit Aktivierungsenergie, bringt es jemanden dazu zu sagen, hey, komm, wir waren lange nicht mehr zusammen weg, wir haben lange nichts mehr gemeinsam gemacht, ich habe diese Kinokarten geschenkt bekommen, ich gehe mit dir, ich freue mich auf dich, wir beide gehen zusammen ins Kino, kaufen uns schön Popcorn, setzen uns hin und nehmen uns einfach mal diese Zeit. Und mit diesem Kinogutschein kommt diese Quality Time obendrauf. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich durch einen Kinogutschein
in irgendeiner Form angegriffen fühlen kann oder der denkt, das ist nutzlos für mich. Jeder Mensch doch, hat wenn Schröck auf Kino. Schon. Also sorry, du schenkst einen Kinogutschein und damit automatisch auch das Versprechen, ich gehe mit dir ins Kino? Nein, 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 ich meine, dass derjenige, der das bekommt, der kann zu jemand anderem gehen und sich den bewusst aussuchen und sagen, du bist die Person, die ich mitnehme. Ja. Florentin, ich mein, ich hab eine ganz wichtige Sache. Ich möchte gerne eine Sache, die ich unbedingt loswerden möchte, auf deine Sache, auf dein Abo. Erstmal grundsätzlich gute Idee, muss man sagen. Ist eine Sache, die natürlich jedem gefällt, kann man ja nicht sagen. Aber ich finde es, leider muss man das disqualifizieren, denn es ist zu teuer, meiner Meinung nach. Das ist zu teuer, das ist Quatsch. Okay. Du schenkst keiner fremden Person etwas, was 60, 70 Euro kostet. Nein, das ist too much. Naja, nur ja, nicht unbedingt. Nein, das ist zu aufdringlich, wo man gerade. Nein, Leute, jetzt, es ist nicht nur das Argument, sondern auch, es ist creepy. Die Aufgabe war ein Geschenk, was du jemandem schenkst, was du nicht kennst. Deswegen sage ich noch nichts, alles cool, Kinogutschein, finde ich zwar auch lame, aber ist wenigstens sowas, okay, Kinogutschein. Das ist super creepy. Hallo, ich kenne dich gar nicht, aber hier ist ein Gutschein für einen Monat. Was ist das denn creepy? 70, 80 Euro kostet. Da denkt man doch sofort, da hängt irgendwie was dran. Da muss ich irgendwas dafür tun oder sowas. Gott bewahre. Ich finde, Preis ist ein fieses Argument, weil es kommt natürlich darauf an, für wen, für welchen Anlass. Natürlich jetzt zum Namenstag deiner Tante. Fremde Person. Schenkt man das. Fremde Person, ja. Das kann auch irgendwie, keine Ahnung, du bist bei deiner Freundin zu Weihnachten eingeladen. Ja, aber mit dem Schwiegervater. Meins ist universell einsetzbar. Und also, deins ist eine Spitze. Ich will ganz kurz was sagen. Donny, erstmal, du weißt schon, was es bedeutet, wenn man jemandem Seife schenkt. Das bedeutet, dass man dass die Person stinkt. Nee, das stimmt erstens nicht. Ja, natürlich. Nein, das Gegenargument habe ich ganz klar parat. Das bedeutet für mich, dass du der Person zeigst, hey, du bist jemand, du legst Wert auf dein Äußeres. Ja, aber wenn du Wert auf dein Äußeres legen würdest, dann hättest du das schon. Wir reden hier nicht von Seife. Ein Stück Seife und ein Deo. Ich rede hier von einem richtig hochwertigen fucking Produkt, wo für 20, 30 Euro, was völlig jetzt schönig ist und null creepy rüberkommt, einfach schön verpackt mit einer Schlaufe drum. Da sind drei Sachen drin. Da ist ein Duschgel dabei. Da ist aber auch irgendwie so ein Haarpflegemittel drin. Da ist dann so eine Creme, eine Nachtcreme. Das sind alles intime Sachen. Die Leute sind heutzutage metrosexuell, Frauen haben sowieso gerne solche Personen Produkte. Nicht. Und da muss man auch mal sagen, es gibt ja auch viele Personen, die haben, gerade wenn sie älter sind, schon einen ganz speziellen Duft, auf den sie sich festgelegt haben und jeder andere ist für sie mit Gestank. Das ist ja kein Parfüm. Ein Duschgel hat ja auch einen Eigengeruch und es nutzt ja auch nicht jeder Parfüm, sondern viele Leute nutzen zum Beispiel nur Duschgel oder nur Deo. Und wenn du dann schon Sachen für dich hast, gefunden hast, dann tust du dich schwer damit, neue Dinge auszuprobieren. Ich will mich nicht über Florentin sagen. Es geht ja auch darum, über eine Person, die man nicht kennt. Ja. Und es gibt viele Leute, die fahren partout nicht Bus und Bahn. Dann können sie weiter schenken. Perfekt. Naja, gut. Also mit dem Argument kannst du ja alles verschenken. Sondern in dem Moment, es geht darum, dass es gut ist für jemanden. Und wenn er das weiter verschenkt, dann heißt es, das war ein Scheißgeschenk. Und in dem Moment, das Beste, was du schenken kannst, ist. Lass mich kurz meinen Punkt bringen, bevor ich dann auf deinen Gegenargument noch anspiele. Wenn jemand, ich kann nicht anders. Wenn jemand, ich schenk dir mich. Wenn jemand 24 Autos im Fuhrpark hat, wenn jemand zum Beispiel reich ist und sagt, ich fahre aus Prinzip nicht oder ich habe keinen Bock. Es gibt viele Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, mich in den Bus zu setzen oder in die Bahn. Es gibt wirklich viele Leute, die null Bock drauf haben. Und wenn du dann so ein Monatsticket verschenkst, kann das sein, dass die Leute das nicht nutzen. Dass die sagen, okay, das ist vielleicht nett, aber ich brauche das nicht. Und die Aufgabenstellung ist in meinen Augen, etwas zu finden, was Leute nicht weiter verschenken, weil dann hat es verloren. Und was jeder gebrauchen kann, weil die Parameter so offen sind, dass es eigentlich viel zu speziell ist. Ganz kurz, jemanden, der 30 Autos zu Hause stehen hat, dem musst du auch keinen Kinogutschein schenken. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen von Leuten, die man nicht schenken kann. Du kannst jemandem, der keine Haare hat, auch keine Shampoo schenken. Ich meine, das ist ein schlechtes Argument, dass du einfach der ein Auto hat, reicht auch. Kannst du sagen. Also erstmal, Gutscheine sind lame. Weiß einfach jeder, Gutscheine sind lame. Gutscheine sind die Inkarnation eines unkreativen Geschenks, jeder weiß es. Und Kino, ich persönlich habe einen Kinogutschein zu Hause rumliegen, den ich seit Monaten nicht benutze. Never. Weil du denkst dir immer, heute gehe ich auch ins Kino und du denkst dir nicht, habe ich noch einen Gutschein irgendwo rumliegen, keine Ahnung. Willst du nicht, du entscheidest spontan mit Freunden und dann bist du der einzige Depp, der an der Kasse steht und sagt, kann ich meinen Gutschein hier einlösen? Nee, ist nicht die Sinister-Reihe. Ah, okay, irgendwie bist du der größte Trottel. Gutscheine sind einfach lame. Ich bin nicht, dass ich irgendwelche Grüppchen bin. Ich bin tatsächlich auch bei Florentin. Ich finde das leider auch, nimmst du nicht, bitte nicht böse. Extrem lame, einen Gutschein zu verschenken, egal welcher Gutschein. Und ich muss aber wirklich ja nochmal für meine Sache nochmal wirklich hier das Herz nochmal entflammen. Ja, weil ich wirklich will und weil das wieder lustig abgetan wird, dass es so wird, Donny verschenkt Duschgel, als ob man sagen will, dass man stinkt. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Duschgel oder Seife verschenke. Ich habe gesagt, ein Pflegeprodukte-Set Geschenkkorb. Aber das du hast alles als Beispiel auch Shampoo das soll gesagt. Jetzt auch mal raus. Das müssen die Leute auch mal beachten, auch beim Voting dran denken. Ja, weil die versuchen mich die ganze Zeit hier, ihr beide, so in die Richtung mit stinken und als ob man damit sagen würde, es ist Quatsch, wenn ihr wirklich ehrlich seid und ihr da draußen auch, wenn ihr euch mal überlegt, worüber freut man sich? Jeder Mensch
kann mir keiner kommen, freut sich über so einen geilen Pflegeset-Produkt. Und dann ist es halt Nivea oder irgendeine andere Marke, aber so ein bisschen Rasierschaum, vielleicht dann noch so ein kleines Eau de Toilette, was man auch mal so, vielleicht mache ich das noch zu meiner Sammlung dazu. Und dann ist da noch so eine Nachtcreme oder sowas. Das ist geil. Kann mir keiner erzählen, das ist nicht geil. Und es ist so unpersönlich, dass es passt auf fremde Personen, ohne dass man creepy wirkt. Es ist neutral. Das kannst du jedem schenken. Du kannst es dir zusammenstellen lassen bei Douglas oder wo auch immer. Und das Ding kriegt eine Schleife drum. Perfekt. Donny, ganz kurz. So, die Badezimmer, intime Sachen, es ist einfach zu persönlich und intim. Jeder Mensch. Vaginalcreme. Lass mich kurz aussehen. Wir sind alle erwachsene Menschen, wir haben alle die Reise gemacht, wir haben verschiedene Shampoos durchprobiert, wir haben verschiedene Deos durchprobiert und wir sind angekommen. Jeder hat ein Shampoo, jeder hat ein Deo und man will nicht irgendwelche solchen fremden Sachen im Badezimmer haben. Es ist einfach eine komische Geste, wenn du den Schwiegereltern, du bist eingeladen und schenkst dem Schwiegervater Shampoo, der guckt dir da an und denkst, hast du eigentlich kompletten Schaden? Nein, was hab ich mein Shampoo? Aber dann schenke ich ihm ja nicht ein Shampoo, wenn er Schuppen hat. Die fremde Person weiß doch, wie sie aussieht. Wenn es jetzt irgendwie jemand ist, der eine Glatze hat, dann schenke ich dem doch du siehst die Schuppen. Dann schenke ich dem so eine Creme für Hornhaut oder so einen Scheiß. Hornhaut ist nicht Creme. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Nachtcreme verwendet. Nee, guck mal deine Augenringe an. Sorry. Meine Haut ist wie ein Babypopo. Nein, aber wenn du sagst... Nachtcreme, schon mal einiges. Sorry, wenn du sagst, ein Monatsticket ist creepy. Creepy ist wirklich... Reib damit deinen Körper bitte nackt. Wenn du nackt bist, das ist creepy. Wenn du das so machst, ist es creepy. Ich bin da bei Freundin. Wenn du Duschzeug verschenkst, verschenkst du gleichzeitig ein Duschbag mit. Du verschenkst ein Duschbag mit. Und das bist nämlich du in dem Fall, weil du dem im Prinzip sagst, du stinkst. Du sagst ihm, riech wie ich. Im Zweifel, wenn man ihm das gleiche schenkt, was man selber nutzt, ja, weil man, das muss man, sagt man, riech wie ich. Du sagst, du kennst dich nicht mit Körperhygiene. Du kennst dich nicht mit Körperhygiene aus. Lass mir dir zeigen, wie man sich wäscht. Aber ganz ehrlich, ihr habt jetzt hier eine hitzige Debatte geführt irgendwie über dieses Duschzeug und ich finde es eigentlich unnötig, weil das Einzige, was ihr jetzt irgendwie gegen mein Geschenk gesagt habt, ist, dass der Allgemeinbegriff Gutscheine sind lame. Ja. So, und das ist das Einzige, was ihr irgendwie gebracht habt. Und damit muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich eigentlich bestätigt in meiner Wahl, weil alle die Top-Argumente, die ich gebracht habe, was für einen Kinogutschein spricht und was da auch quasi für Messages mitschwingen, sind bisher überhaupt nicht attackiert worden. Es und ist stehen wahnsinnig unpersönlich. Fest, wohingegen ich sagen muss, dass dein Bahntick ist argumentativ im Prinzip schon in Flammen aufgegangen. Warum? Wodurch? Ja, weil die Aufgabenstellung... Jeder kann es verwenden, es ist unpersönlich, es ist nicht creepy. Nicht, und man kann nicht jeder verwenden. Guck mal, wenn ich Beispiel, creepy. Wenn ich jetzt, ich schenke Eddie einen Gutschein für öffentliche Verkehrsmittel. Der nutzt sie nicht. Der würde mich angucken. Aber er kann sie nutzen. Nein, er hat die Freiheit. Aber er wird die Sorglosigkeit. Nein, ja, aber es gibt ja mehrere Personen wie Eddie. Und es geht darum, dass, wenn du sowas verschenkst, es einfach viele Leute gibt, die nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen. Und die Chance, dass du an jemanden gerätst, der damit nichts anfangen kann, ist relativ hoch. Und die Aufgabenstellung war ja ganz bewusst, schenke etwas an jemanden, den du nicht kennst. Und das beinhaltet ja eben, dass du nicht genau weißt, was das Feine ist. Wenn du jemandem das schenkst, von dem du weißt, der fährt mit der Bahn, dann ist es im Prinzip wie ein Gutschein. Es ist, by the way, auch ein Gutschein. Es ist ein Gutschein. Nö, es ist ein hochpersoneller Gutschein. Es ist ein Gutschein. Es ist eine Sorglosigkeit. Florentin, du musst dir bitte du hast mehr Freizeit. Gib mir bitte bitte nicht mein Argument bitte in der Entstehung vernichten, weil du erkennst, dass es ein Riese werden könnte. Weil, was du machst, ist, du verschenkst ein Gutschein für eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln für die Dauer von einem Monat. Das ist genau das Gleiche und du musst nur für dich entscheiden, ist ein Gutschein für ein Kino besser oder ist ein Gutschein für Bus und Bahn besser? Ich verschenke keinen Gutschein. Jetzt lass mich bitte. Ja, wisst ihr, wo die Leute streng riechen? In der Bahn. Ja. Ich verschenke keinen Gutschein. Ich verschenke einen Gutschein, ich verschenke Sorglosigkeit. Jeder kennt das Gefühl, oh, wie viele Stationen fahre ich, wo muss ich hinfahren, keine Ahnung. Es gibt zwei Personengruppen. Die nicht so oft Bahn fahren, die kennen sich nicht gut aus. Die haben völlige Sorglosigkeit und denken sich, oh Mensch, ich fahre mal aufs Land. Ich fahre mal bis an die Endstation. Ich fahre mal die Ringbahn durch Berlin, bis ich mich kotze. So. Du kannst einfach alles schicken. Und es gibt die zweite Gruppe von Menschen, die oft fahren. Die denken sich, ach geil, muss ich mich nächste Woche nicht drum kümmern. Perfekt, habe ich schon. Du schenkst Sorglosigkeit. Das wahre, perfekte Geschenk findet doch hier oben statt. Du hast mehr Kopf in deinem, du hast mehr Platz in deinem Kopf für andere schöne Gedanken. Du musst dich nicht darum kümmern, oh fuck, jetzt die Karte, wann habe ich die? Sondern es ist in deiner Tasche, ist alles schon da. Du denkst, ein Kinogutschein ist wahnsinnig unpersönlich. Jeder Mensch hat Hobbys, Film. Jeder kann Film angucken. Genau, ein Kinogutschein passt es auf alle. Danke, du lieferst nämlich genau die Bestätigung für mein Argument. Ja, du kannst jemandem auch keine Ahnung, Geld schenken. Das ist genauso wie Geld schenken, wo du einfach sagst, ja, jeder Mensch mag Geld. Nein, eben nicht. Kinogutschein sagt, du bist mir scheißegal. Nein. Das sollte ein Geschenk nicht kommunizieren. Ja, und Kinogutschein schenkt die gute Zeit. Kinogutschein schenkt nämlich genau das, nimmt einem die Entscheidung ab, ja, sollen wir mal wieder das machen? Sollen wir mal wieder
wieder ins Kino gehen? Wieder Bahn fahren? Nein, du sagst ihm, hey, nimm dir Zeit wie komm ich zum für Kino? Dich und nee, deine Lieben. Fahrrad. Hier ist ein Kinoticket. Hab einfach mal wieder einen guten Abend. Schalte ab, ja, entspann dich. Das, das ist die Einladung, die man hat. Ich fass mal zusammen. Kinoticket, das wissen wir uns einig, ist lame. Das von dir ist einfach ultra creepy. Und wenn ihr wirklich in euch geht und ich rüttel euch. Ja, ich nehme euch. Ich geht schon gar nicht mehr mit denen, weil das ist nur noch Bullshit. Der Flunti spielt nur noch eine Rolle hier gerade so komplett. Irgendwie so, ja, geh in dich, bla bla. Es ist einfach ein creepy Geschenk. Nee. Fertig. So. Und meins, lasst euch nicht beirren von diesem ganzen, ich denke, du stinkst, wenn ich dir Duschgel schenke. Nein, es ist ein Pflegeset, das ist Hammer. Jeder geht, seid ehrlich mit euch selbst und fragt euch, würdet ihr euch über sowas freuen? Es ist die Antwort, ja, genauso wie über Boxershorts oder sowas von der Mama, da freut man sich drüber, weil man sich selber nicht kaufen will. Das ist einfach eine Addition zum Leben. Wer will sich selber Duschgel kaufen? Gerade das kaufst du doch selber. Ich hab keinen Bock, zu Douglas zu gehen und dann irgendwie ja, aber so, du. Ich freue mich drüber. Aber weißt du was, die neue Creme, Satz, Donny. Die ist irgendwie geil für meine... Okay, du hast viel geredet, lass mich doch einen Satz bitte sagen, weil du hier die ganze Zeit redest. Was du am Anfang gesagt hast, stimmt nicht. So, hast auch dein, lass mich das so, du hast es in deinem Plädoyer gesagt. Du hast sogar gesagt, und dann habe ich überlegt, was hätte ich am liebsten? Und jetzt argumentierst du die ganze Zeit eigentlich, warum du das am liebsten hättest und warum dieser Wunsch gerechtfertigt ist. Die Aufgabenstellung war für jemanden, den du nicht kennst. Und jemand, den du nicht kennst, ist nicht automatisch Donny O'Sullivan. Ja, nein, muss man du machst nicht dir ein Geschenk, ja, du musst sondern nicht, jemand anderes. Schon. Tiefen okay. Psychologie Leute, da kommen und jetzt so werden. Okay. Ich versuche mich an Leute okay. reinzuversetzen. Ich gehe ja nicht davon aus, was ich nur haben will, sondern ich, ist okay. es okay. ist neutral. Haben wir verstanden, die Umfrage ist offen, geht jetzt auf twitter.com und oder de. Und er stimmt an, Hashtag alles mögliche falls. Natürlich auch gerne eure Ideen für die perfekten Geschenke. Ich glaube, da kann man auch einfach mal einmal im Jahr reingucken und diesen Hashtag um sich jetzt, Weihnachten kommt bald. Da kann man jetzt schon mal, kauft jetzt schon mal die Weihnachtsgeschenke. Und wirklich, ich glaube, wenn ihr heute schon, heute Abend geht ihr ins Bett mit dem Wissen, ich habe alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Wie geil das wäre. Ein Pflegeset wird hundertprozentig dabei. 3 Monate, 5 Monate lang musst du dich um nichts mehr kümmern. Wie geil das ist. Also, Monatstickets für die Bahn ist natürlich perfekt unterm Weihnachtsbaum. Ich bin wirklich sehr gespannt auf was die Abstimmung. Was hattet ihr denn noch so als auf Shortlist? Einen schönen Schinken. Duschutensilien? Hau ab. Nein, niemals. Nee, niemals. Nein, und KitKat. Ich hab's ja gesagt, ich fand, also mein Lieblingsgeschenk wäre ein Butler. Weil ich glaube, jeder, das ist zu teuer, aber nehmen wir an, es wäre... Ich hätte eigentlich gerne Butler genommen, weil überleg mal, du hast irgendwie, da kommt jemand, hey, ich schenke dir hier meinetwegen auch für einen befristeten Zeitraum, ja. kann ja sein, auch ein Monat sein, ich schenk dir diesen Butler. Ja. Das ist super unangenehm. Ich kenne keinen Menschen, der sich so. Nein, du kannst das dem ist ja, creepy, du kannst, Typ. Du kannst dem ja auch sagen, warte vor der Tür, der macht das. Du kannst ihm sagen, geh in den Schuppen, er macht das. Es geht darum, dass, wenn du was brauchst, wenn du das erste Mal, du denkst am Anfang, es ist creepy, du vergisst ihn, du sagst ihm, geh in den Schuppen, dann vergisst du ihn. Und dann so ein paar Tage später, du sitzt irgendwie auf deinem Sofa völlig verranzt und hast Hunger und hast nichts, willst nicht aufstehen, weil du deine Tastatur und Maus auf dem Schoß hast. Und dann fällt dir ein, fuck, ich hab hier einen Butler. Dann rufst du den kurz, sagst, ich möchte das und das essen, bring mir das. Dann bringt er dir das. Dann hast du das dreckige Geschirr da rumstehen oder vom Chinamann irgendwie die Einwegpackung. Und dann denkst du, scheiße, ich muss aufstehen und zum Müll gehen. Nein, fällt dir an, ich hab einen Butler. Ja, aber das ist ein Sklave, was du gerade beschreibst. Das ist ein Butler. Butler ist jemand, der ab und zu mal reinkommt, so Drinks anbietet. Bullshit, ey, das ist ein Butler. Macht so eine Fliege. Nee, Mann. Überhaupt. Aber ganz kurz vorhin. Hast du auch wenigstens mal kurz mit den Gedanken gespielt, wirklich einfach KitKat zu sagen? Ich hätte es schon gut gefunden. Ja, es ist knallhart zu bleiben. Es ist ein bisschen wie ein Gag. Den Gag auch. Und da habe ich gedacht, wenn wir alle den gleichen Gag machen, wie wenn das einfach dieselbe Diskussion das beste Geschenk ist. Und dann einfach in der ganzen Rampe nur erklären, also sowas Knuspriges, wo man 4 von hat, wo man Spaß dran hat, also alles immer aufzugreifen. Ja. Ja, nee. Also die Leute, einer schreibt zum Beispiel Kartenspiel. Okay. Aber weißt du, nach eurer Logik ist das immer so, willst du mir damit sagen, dass ich nicht Karten spielen kann oder was? Ne, das kann auch dazu verleiten, dass jemand spielt. Also ich kenne keine Leute, die so denken, wirklich, ne? Das ist, habe ich ernst gemeint. Ja, das ist mir fast unsympathisch, wenn man wirklich so was geschenkt bekommt und dann sofort sagst du, willst du mir denken? Natürlich würde ich nie ein Geschenk machen, um irgendwie, wie lame kann man denn sein, um zu sagen, ich schenke dir jetzt ein Stück Seife, weil du stinkst. Ja, aber Sender. Wer macht denn sowas? Senderempfänger. Es ist egal, welche Botschaft der Sender hat, wenn der Empfänger sie anders versteht. Das ist das, was am Ende übrig bleibt beim Empfänger. Ja. Und da musst du einkalkulieren. Aber weißt du, was geil? Manchmal ist man von solchen Sachen auch gestresst. Das kann ganz, die Haut kann ganz trocken werden, wenn man so gestresst ist. Braucht man Nachtcreme. Ja, da braucht man so eine Nachtcreme. Also ganz kurz. So ein bisschen, ja. Rübbel, rübbel. Nochmal ganz kurz. Die Abstimmung ist eine klickbare Abstimmung, die wir posten. Ne? Weil es gibt ganz viele, die einfach nur Hashtag alles mögliche falls und dann ihre Antwort als Tweet posten.
So. Ich glaube, so ist es nicht gedacht. Es ist eine Umfrage. Ich glaube, es ist eine Umfrage, die wir von Rocket Beans TV posten und ihr müsst dann nur eure Antwort anklicken, glaube ich. At Rocket Beans TV, ja. So, das Ergebnis ist da. Ich bin sehr gespannt, was gewinnt Rituals Pflegeset. Aber jetzt hast du ja erst aufgeklärt, wie es echt geht. Sollen wir nicht noch ein bisschen atmen lassen jetzt? Nee, die ist vorbei. Wir haben die erste, hatten wir auch. 3, 2, 1 und Nils gewinnt mit dem Kinogutschein. Dankeschön. Der zweite Punkt für Nils. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Donny mal wieder auf Platz 2 und das Monatsticket. Leute, auf Platz 3 das Monatsticket. Ansonsten kommen wir direkt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Zweiter Punkt. Über die Hälfte zum Kinogutschein. Ja, es ist sehr unkreativ. Kommen wir jetzt zu unserer dritten Frage. Ich bin sehr enttäuscht, dass das gewonnen hat. Also, ich bin auch sehr enttäuscht. Warum? Nicht von den Zuschauern, aber generell, ich bin enttäuscht. Das ist ein Gutschein natürlich. Kinogutschein. Das ist ein Gutschein natürlich. Ein Geschenk ist, das viele Leute freut, ist ja klar. Aber es geht ja auch ein bisschen outside the box. Man will ja auch. warte mal. Jetzt, wo es vorbei ist, sag ganz ehrlich. Du kannst es ja wirklich ehrlich sagen. Ja. Wenn du jetzt einen Kinogutschein geschenkt bekommen würdest, ganz ehrlich, das landet bei dir in der Schublade und du legst es nicht ein. Komm mal, oder? Nein. Ach komm. Ich nehme doch nichts, worauf ich keinen Bock habe. Das ist doch, ich verargumentiere doch nicht. Ich meine, das wäre lustig für Debattierclub-Spaß. Worauf du keinen Bock hast. Aber wenn mir jemand einen Kinogutschein schenkt, nutze ich den und freue mich drauf. Wir haben irgendwann mal ein Geschenk bekommen hier von einem Kumpel von uns, der Connections hat zum UCI, glaube ich, oder was, Cinemax. Ja. Ey, das hat mich mega gefreut. Der ist ein Zuschauer, der hat uns, also auch allen, Budi, Eddie, Simon und so. Cool. Ganzes All nochmal, Game 2 kommt im Anschluss an diese Sendung, falls immer noch Leute sich wundern, warum das jetzt gerade läuft und nicht Game 2. Kommt im Anschluss. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, danach geht's weiter mit Runde Nummer 3 und zwar mit der Frage, was ist die beste Ausrede, warum man leider gerade heute nicht kommen kann? Es geht um die beste Ausrede aller Zeiten. Beteiligt euch, Hashtag alles mögliche, falls. Wir sehen uns gleich mit Runde 3 nach der Werbung. Bis gleich. Alles mögliche, falls. Alles mögliche, falls. Herzlich willkommen zurück bei Alles mögliche, falls. Es steht momentan 2-0 für Nils. Beide Punkte abgeräumt hier durch die Zuschauerumfrage. Wie gesagt, ich habe mich mit Kinderriegel eingerieben. Wie gesagt, das sieht wirklich fantastisch aus. Hast du ein Pflegeset oder was? ich war vor kurzem im Urlaub. Da kriegt man auch trockene Haut von der Sonne. Da habe ich trockene Haut schon bekommen, ja. Deswegen habe ich noch Resträume. Hätte man da jetzt irgendwas. Viele von euch sind wahrscheinlich heute Abend auf eine Party eingeladen, wollen aber einfach lieber Game 2 schauen. Und dann ist die Frage, was sagt man jetzt, ja? Wie geht man da ran? Und wir haben uns genau diese Frage gestellt in Runde Nummer 3. Was ist die beste Ausrede, warum man leider nicht kommen kann? Nils, Florentin, Donny ist die Reihenfolge. Nils, leg los. Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Und das ist so eine offene Frage, ist immer natürlich eine tolle Einladung, um irgendeine lustige Geschichte zu erzählen. Also ich habe mir gedacht, okay, ich kann irgendwie eine Geschichte schreiben, vom Oktopus entführt und dann war ich im Raumschiff der Oktopoden unter Wasser und whatever. Und also man kann irgendeinen geilen Scheiß erzählen. Man kann auch irgendeinen lustigen Gag machen, Kreislaufentzündung oder so. Irgendwas Lustiges, was es nicht gibt, was man denkt, haha, das ist aber lustig. Und dann habe ich nee, ich nehm jetzt das Format ernst und ich nehme die Fragestellung ernst und ich überlege wirklich, was ist die beste Ausrede? Und da gibt es in meiner Meinung nach einen Klassiker, der absolut zeitlos ist und zu jedem Anlass und in jeder Personengruppe funktioniert. Und das ist das gute, alte, klassische, ich bin krank. Mir geht's nicht gut. Ich kann nicht kommen. Das funktioniert überall. Es funktioniert bei der Arbeit, es wird sofort akzeptiert. Bei der Arbeit muss man, je nachdem, wo man arbeitet, bei Rocket Beans nach 2 Wochen fragt irgendjemand, wo bleibst du denn? Aber nach einer Krankmeldung nicht. In anderen Betrieben muss man nach spätestens 3 Tagen eine Krankmeldung vorlegen. Gibt auch einige wenige, wo man es früher machen muss. In den meisten Fällen kann man zumindest 1-2 Tage ohne Arztbesuch auch rumkriegen. Wenn ich eine Verabredung habe mit jemandem, auf die ich keinen Bock mehr habe. Jeder von uns kennt das. Man verstellt die Stimme ein bisschen. Oh, sorry, ey, oh, mir geht's überhaupt nicht gut irgendwie. Was hast du denn und so? Und die Bandbreite ist ja hoch. Also man kann sagen, ey, ich habe mir eine Grippe eingefangen oder ich schnupfen oder so. Oder der Klassiker ist auch, ich habe mir den Magen verdorben. Das ist auch perfekt zu sagen, so, ich habe irgendwas Falsches gegessen. Ich habe mir den Magen irgendwie zu was sagen. Kennst du die Tiengel? Ja, und ihr wisst alle, was ich meine. Das sind zu sagen, dass man krank ist, dass man körperliche Gebrechen hat, ob es jetzt Schnupfen, Husten, Magen, Darm ist. Das ist die effizienteste Ausrede, die älteste und beste Ausrede, die sich bis heute nicht umsonst durchgesetzt hat. Und deswegen ist es für mich die einzig richtige Antwort, wenn ich ehrlich bin, sie ist nicht lustig, sie ist nicht irgendwie fantasievoll, aber sie ist in meinen Augen richtig. Also ich finde, eine gute Ausrede muss viele verschiedene Dinge können. Sie muss einerseits dir viel Freiheit berauben. Wenn du sagst, du bist krank und willst zu Hause rumliegen, dann heißt es plötzlich, Moment, ich habe dich doch beim Rewe gesehen, wie du eine Packung KitKat gekauft hast. Nee, funktioniert nicht. Eine Ausrede muss dir viel Freiheit
bieten. Ich finde, eine gute Ausrede muss auch auf Zeit spielen können. Man muss die häufiger einsetzen können. Man kann gewisse Ausreden, du kannst nicht alle zwei Wochen sagen, die Oma ist gestorben. Manche Ausreden muss man auch auf lang spielen können. Und eine Ausrede muss glaubhaft sein, sie muss nicht hinterfragbar sein, vor allem Dinge, über die man nicht so gerne redet, sind da perfekt. Und deswegen meine perfekte Ausrede, und sie ist deswegen gut, weil sie auf die lange Zeit spielt, ist Streit mit der Familie. Das ist ein Thema, da fragt niemand zweimal nach. Man kann sagen, oh du, sorry, ey, Nils, ey, ohne Scheiß, ich wäre super gern gekommen zum Karaoke-Abend, aber ey, meine Mutter ruft mich ständig an, irgendwie mein Bruder, der will nach Afrika fahren und meine Mutter denkt, das wäre super gefährlich und jetzt muss ich den anrufen und ihn davon überzeugen, dass er da nicht hinfährt. Mega, mega Chaos, mega Stress, tut mir super leid, vielleicht kann ich heute Abend noch kommen, aber ich muss ja jetzt googeln und recherchieren und telefonieren, super Stress, ey, kein Problem. Und dann, wenn alle wissen, dass du eine schwierige Familie hast, ja, wo es Streit gibt, nichts Ernstes, nicht, wir müssen nicht um Krebs und Tod reden, das wäre geschmacklos. Wenn du eine Familie hast, wo man weiß, ah, da gibt's manchmal Stress, dann kannst du das immer und immer und immer wieder nutzen. Und niemand fragt nach, niemand sagt mal, Moment mal, du warst den ganzen Abend in WoW online. Ja, ich muss mich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ein bisschen Zeit. Damit kannst du häufig diese Ausrede anwählen. Niemand fragt nach, niemand will genau wissen, jeder hat Verständnis und nimmt sich zurück. Die perfekte Ausrede für jede Gelegenheit, die immer wieder anwendbar ist. Streit mit der Familie. Ja. Vielen Dank, dass wir das jetzt, diese geniale Ausrede nie benutzen dürfen. Ich war gerade hin und weg, das ist mega gut. Sorry, vielleicht taktisch unklug, aber muss ich zugeben, fand ich sehr gut. Aber das ist natürlich gut, aber ich habe natürlich was Besseres, ganz klar. Ich muss sagen, Nils, ich bin da ähnlich pragmatisch wie du rangegangen. Ich finde das sehr sympathisch, da scheinen wir Brüder im Geiste zu sein. Ich habe mir auch überlegt, hey, nichts Fantasievolles, keine coole Story, nichts irgendwie lustig, funny mäßig, sondern auch ganz pragmatisch rangegangen, so was ist die beste Ausrede. Und da muss ich leider sagen, auch wenn Florentin eine super Idee hat, wie ich ja gesagt habe, und deine auch natürlich der Klassiker ist, ne, haben alle schon mal gemacht, muss ich sagen, meine toppt das Ganze noch ein bisschen mehr, ist leider auch wirklich nicht so mega fantasievoll, ist ganz pragmatisch, ganz einfach, beste Ausrede ist immer, ich muss arbeiten. Ganz einfach, weil es ist ein Win-Win, das habt ihr nämlich vergessen. Ihr habt jetzt nur quasi den Win und eure Situation war immer Win und welchen Lose kann ich dadurch verhindern sozusagen, ja, nicht ins Rewe können, weil du gesagt hast, du bist irgendwie weg oder so, geht nicht, ja. Ich hab Win-Win, weil wenn ich sage, ich muss arbeiten, dann suggeriert das A, hey, krass, der Typ arbeitet sehr viel, der steht im Leben, dabei sitze ich zu Hause und zocke halt irgendwie Diablo 3. Es ist auch indiskutabel. Du kannst immer vage halten. Du kannst immer sagen, oh nee, ich muss auch was fertig machen, das geht nicht. Und du kannst genauso dieses Weinerliche wie beim Kranksein kannst du genauso machen, nur ohne dieses Bullshit mit Stimme verstellen. Und du hast auch noch einen Win daraus. Du kannst am nächsten Tag sofort wieder rausgehen, irgendwie feiern, dich vorlaufen lassen und musst nicht dieses drei Tage, nachdem man gesagt hat, dass man krank ist, noch so ein bisschen zu spielen. Weil wollen wir ehrlich sein, bei dem Krankding, da weiß eh immer jeder, das ist Bullshit, das ist eine Lüge, der ist nicht wirklich krank, aber ich spreche jetzt mal nicht an. So, arbeiten, Klassiker geht immer, ich muss arbeiten, ist für mich die beste Ausrede. Langweilig zwar, aber absolut immer funktioniert die, es sei denn, man ist arbeitslos. Ich finde, die perfekte Ausrede muss eine sein, die jeder benutzen kann. Es gibt natürlich Menschen, die haben die perfekte Ausrede. Notarzt kann immer sagen, hier hat jemand seinen Kopf verloren, ich muss dahin. Kein Problem. Deswegen mit Arbeit, nicht jeder hat eine Arbeit, die das erklärt. Wenn jetzt jemand irgendwie Schichtarbeiter ist und dann 22 Uhr, hey, kommst du noch auf die Party vorbei, hier ist gerade geil. Kein Mensch glaubt dir, dass du arbeiten musst. Wie, was musst du arbeiten? Ich bin dein Kollege. Ah, Firmenfeier. Willkommen zurück. Weihnachtsfeier. Kommst du nach der Arbeit noch? Nee, ich muss arbeiten. Hey, ich bin dein Chef. Du musst nicht arbeiten. Vor allen Dingen ganz leicht zu kommen. Um dann noch einen draufzusetzen. Ich sehe das nämlich ähnlich. Was machst du denn, wenn du nicht zur Arbeit gehen möchtest? Was möchtest du denn? Also die Frage ist ja, was ist irgendwie die beste Ausrede? Und die muss ja auch an möglichst vielen Stellen einsetzbar sein. Und die größte Stelle, sage ich mal, einer der größten Posten in der Welt der Ausreden, wenn sie benötigt werden, ist die Arbeit. Und wenn du deinen Chef anrufst und sagen möchtest, weshalb du nicht kommst, und du sagst deinem Chef, ich kann nicht kommen zur Arbeit, weil ich arbeite, dann wird das schwierig funktionieren. Damit ist deine Ausrede vielleicht punktuell zu gewissen Anlässen sehr gut, aber es geht eben auch darum, wie universell ist sie einsetzbar. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die deswegen deine Antwort für mich irgendwie leider disqualifiziert, obwohl sie grundsätzlich für einige Dinge, finde ich, sehr gut ist. Und bei dir ist es, Florentin, ich mag die Kreativität, ich mag den Ansatz deiner Ausrede sehr, es gefällt mir sehr gut, aber auch da muss ich sagen, dass sie praktisch sich relativ schnell erschöpft und auch nicht für jeden benutzbar ist, weil du voraussetzt, dass du eine Familie hast. Jeder Mensch hat eine Familie. Nein. Lass mich bitte ausreden, du darfst gleich antworten. Ich freue mich für dich, dass du in der Situation bist. Nicht jeder hat eine Familie, glaub mir, nicht jeder
hat eine Familie. Es ist leider so. Ich kenne Leute, die haben keine Familie. Ja, die haben keine Eltern, die haben keine Geschwister, die haben natürlich auch keine Oma und Opas, weil die dann noch älter sind. So, die haben können kein Schreiben mit der Familie. Kannst du noch deine Mütze so nehmen und sie so krümpeln? Es wird Leute im Chat geben, die bei deiner Ausrede raus sind, weil sie keine Familie haben. Bei meiner Ausrede nicht, weil bei meiner Ausrede ist nichts mehr nötig als ein eigenes Immunsystem und ein eigener Körper, und das kann jeder vorweisen. Und auch bei dir ist es so, dass deine Ausrede, je häufiger du sie nutzt, desto unglaubwürdiger wird sie. Kannst du auf beide gleich in einem Wisch irgendwie drauf antworten. Und das Ding ist, wenn dich ein Freund anruft, ey, kommst du heute Abend vorbei? Oder und du sagst, Story ist Stress mit der Familie. Wenn du deinen Chef anrufst und sagst, ich kann nicht zur Arbeit kommen, weil ich habe Streit mit der Familie. Wie oft kannst du das machen? Wie oft kannst du deinen Chef anrufen und sagen, sorry Chef, ich kann nicht kommen, ich habe Streit mit der Familie? Das ist genau das Geniale an der Ausrede. Du spielst auf Endgame. Irgendwann, das Beste, was du haben kannst, ist ein gewisser Ruf. Ich zum Beispiel habe den Ruf, dass ich nie mitkomme zu irgendwas. Deswegen werde ich gar nicht gefragt. Daran habe ich Jahre gearbeitet und es ist das Beste, was es gibt, weil du jeden Tag nach Hause gehen kannst und WoW spielen kannst. Du baust über Jahre hinweg den Ruf auf, Alter, der hat eine mega stressige Familie. Alter, der wird aber ist ja wieder was mit seiner Familie. Jedes Mal, wenn du diese Ausrede verwendest, wird die das nächste Mal besser, weil jeder weiß, ach Gott, oh Mann, dem seine Familie will ich nicht tauschen. Dann kommst du mal irgendwann, erzählst du irgendeinen Scheiß von irgendwelchen Neffen oder so. Kein Mensch weiß, was du für eine Familie hast. Kann niemand nachprüfen. Es wird mit jedem Mal einwenden besser. So, das Problem an der Arbeit ist, du willst ja eine Ausrede, weil du dich nicht mit Leuten treffen kannst, die du nicht leiden willst. Welche Leute kannst du nicht leiden? Deine Kollegen. Und genau da ist das Problem. Danke. Du kannst es nicht verwenden. Um dich mit Leuten zu treffen, mit denen du arbeitest. Also in 80% der Fälle. Ich habe noch gar nichts. Ich weiß, aber okay. Kannst du gleich. Und bei dir, wir alle kennen Etienne Gardet. Wir alle wissen, was passiert, wenn Etienne Gardet sagt, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Du hast den Ruf irgendwann des Etienne Gardets, wie wir es hier in der Firma haben, von jemandem, der ständig krank ist. Hypochonder, du bist schwach, komm mal dreimal wegen krank nicht zur Feuerwehr, ja. Bist du raus. Ja, du bist schwächlich, du bist als schwächlich, kränklich wahrgenommen, man will dir nicht nahe kommen, oh, was hat der ständig krank? Jeden zweiten Tag Magen, Darm, was ist da los? Das ist, du hast einen schlechten Ruf irgendwann, der dir nicht hilft. Also ich glaube, dass zumindest meine Ausrede ist, von jedem akzeptiert, weil jeder das nachvollziehen kann. Jeder ist empathisch für Krankheit, weil jeder schon mal krank war. Und wenn nicht, dann ist er irgendeine Form von Superheld. Die Frage ist ja, wie glaubwürdig ist es? Und ich stelle mir ganz ehrlich, als jemand, der auch als Angestellter und auch als Arbeitgeber irgendwie schon tätig war, wenn du jemanden im Betrieb hast, der regelmäßig nicht kommt mit der Ausrede, ich habe Streit mit der Familie, glaub mir, das flutscht nicht durch. Wenn jemand krank ist, und ich bin selbst auch, spätestens seit ich Vater bin, häufiger krank, Leute akzeptieren das, weil sie auch vielleicht die Lebensumstände kennen und wissen, okay, ich habe ein kleines Kind, der baut gerade sein Immunsystem auf. Was ja übrigens bei Eddie auch so ist, muss man auch mal eine Lanze brechen. Ich kann euch das gerne erklären, wie das ist. Der Kleine jetzt gerade wieder hat eine Rotznase, dann will er noch mehr auf den Arm, dann hast du ihn auf dem Arm, er schmiert seine Rotze komplett über deine Atemwege. Du weißt in dem Moment, alles klar, ich bin kontaminiert, ich bin krank. Lass mich okay. Jeder das kann ist, das machen. Ich kann nicht aber sagen. Bei dir, wir haben jetzt schon 5 Minuten geredet. Lass Donny mal sagen. Vielen Dank. Also ich finde, ihr habt beide, ich muss eigentlich gar nicht viel sagen. Ich halte mich heute auch diesmal gerade ein bisschen zurück, weil ich wirklich einfach von meiner Ausrede überzeugt bin und mich selber auch gar nicht, ich tendiere dazu, manchmal mich selber auszuhebeln. Ich finde, ich habe das gut formuliert, deswegen werde ich gar nicht mehr für meine Ausrede großartig argumentieren. Ich werde eigentlich tatsächlich eher auf das eingehen, was ihr selber beide schon angesprochen habt, was einfach die Fehler oder die potenziellen Gefahren eure Ausreden sind. Sind beides gute Ausreden, habe ich ja gesagt. Aber je mehr wir drüber reden, wird mir klar. Du hast absolut recht mit dem Ausnutzen. Ich check schon, ja, das ist Endgame, du brauchst dir das auf. Das kannst du nicht machen. Irgendwann kommt das Gewissen. Irgendwann kriegt auch mal vielleicht ein Familienmitglied von dir das mit und dann bist du auch unten durch bei deiner Familie oder irgendwie, hey, was ist denn los bei euch? Ja. Sag mal, ist denn der Florentin erzählt ständig, dass er Probleme hat? Also ich würde mich in Grundstress mit der Familie. Grund und Boden schämen, wenn meine Mutter irgendwie rausfindet von über Dritte, dass ich wohl immer rumerzähle, wir hätten Stress. Aber das spricht niemand an. Würdest du jemals sagen, Entschuldigung, das passiert, Frau Gardet, kann es sein, was ist denn da los mit ihrem Sohn? Gerade Florentin, aus Familienaffären hält man sich den Begriff aus. Flurfunk schon mal aber der über dich wird schon seit Jahren getuschelt in geschlossenen Räumen. Wir sind alle schon der Meinung, irgendwie da ist irgendwas im Argen bei dem, der hat ständig Stress. Umso besser. Das hilft dir doch. Ja, das macht deine nächste Ausrede umso besser. Ja, aber pass auf. Das so ein Gerücht kann sich auch so ein bisschen vereigenständigen. Auf einmal kommt es von dem, seine Familie hat Probleme, so ein halbes Jahr später. Ich glaube, dem seine Mutter raucht Crack. Es gibt da auch ein Krankheitsbild. Das geht ganz schnell. Aber das geht nie. Und genauso mit der Krankheit. Ich finde, Nils ist wieder ein Indiz dafür, dass er selber schon die Schwäche an seiner Ausrede quasi erkennt, nicht gut durchdacht hat und jetzt quasi seine eigenen Sachen schon versucht zu erklären mit Eddie, mit Kindern, dass man oft krank wird. Ja, ist gut, haben wir kapiert. Trotzdem,
es ist eine Sache, das kann man nicht leugnen, dass sich krank melden auch auf jeden Fall abnutzt. Weiß jeder. Egal, das weiß jeder. Auch wenn du die Gründe hast, Kinder, Lebensumstände und sowas. Klar, das ist aber auch nur eine Phase. Aber auch mal 6 Monate lang. Aber wenn ich arbeite, wenn ich sage, ich muss arbeiten, habe ich, weil du hast das Image-Track, wie ja gerade angeht, deswegen nochmal ganz kurz auf das Image-Thema. Du hast gesagt, ja, du hast da ein schlechtes Image und wegen der ist immer krank und bla bla. Ja? So. Ich habe das Image, oh, das ist ein fucker Workaholic, Alter. Der ist immer arbeiten. Aber nochmal, du kannst das Argument nicht bei der Arbeit benutzen. Das ist das Hauptthema, wo man eine Ausrede braucht. Du brauchst die richtige Arbeit dafür. Das ist das Argument. Du brauchst die richtige Arbeit dafür. Nee, du kannst nicht bei jedem arbeiten. Ein Bauarbeiter, der von 9 bis 17 Uhr arbeitet, kann der nicht. Habe ich durchdacht, kann man trotzdem machen. Er hat sich nochmal die Baupläne angeguckt, nochmal abseits der Arbeitszeit. Nochmal was machen, einfach nochmal ein bisschen sich ins Zeug legen. Was machen denn Leute, das sind keine rechten Winkel. Ich habe das zu Hause mal nachgeguckt. Aber was machen Leute, die in der Drogerie arbeiten, bei Douglas, wo man diese Duschpakete kaufen kann? Was machen Leute, die an der Kasse im Zoo sitzen? Ich sag dir, was die machen. Leute? Die stellen Geschenkkörbe zusammen. Das machen die. Genau. Weil die geil sind, weil sie niemand kaufen. Also ehrlich, es gibt einen großen Teil Berufstätiger, die, wenn man deren Job kennt, wo man weiß, die haben gewisse Arbeitszeiten, darüber hinaus müssen sie nicht arbeiten. Und es gibt nun mal eben diese Geschichte mit der Arbeit, dass sie da auch nutzlos ist, deine Ausrede. Ich finde sie ja gar nicht schlecht. Ich meine nur, dass sie in vielen Bereichen nicht funktioniert. Und bei mir ist es eben so, die beste dass die, dass es gibt keinen Anlass, wo ich bin krank, nicht funktioniert. Und es gibt übrigens auch eine Krankheit, Münchhausen-Syndrom, wenn man irgendwie immer Quatsch erzählen muss, um sozusagen in die Opferrolle zu kommen und dass die Leute einen betrachten als ein Opfer, dem das Leben übel zuspielt. Und ich glaube, dass diese Geschichte, ich habe schreibt mit der Familie, die führt dazu, dass man irgendwann denkt, das ist ein Psycho. Der Typ ist ein Psycho. Ich bin Psycho, die Familie ist ein Psycho. Der menschliche Teil davon. Stopp, der menschliche Körper ist durch Millionen Jahre von Evolution gegangen. Wird zum Psycho-Andreas hier bei dem Thema. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Ganz kurz. Der menschliche Körper ist durch tausende und Millionen Jahren von Evolution gegangen und hält einiges aus. Niemand glaubt dir, dass du über Monate hinweg zweimal die Woche krank bist. Niemand. Naja. Jeder kennt seinen eigenen Körper und weiß, dass es so nicht funktioniert. Aber jeder kennt Leute mit einer merkwürdigen Familie. Und wie gesagt, ich rede nicht von Crackrauchen. Ich will nicht ins Geschmacklose gehen. Ich rede von, meine Mutter macht sich halt Sorgen und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass der Garten, weil die hat Angst vor dem. Das sagst du deinem Arbeitgeber? Sowas in der Richtung. Ja, das sagst du deinem Arbeitgeber. Ich muss es halt anrufen. Noch mal nach, weil zum Arbeiten fehlen geht das nicht. Du bist der gute Sohn, du kümmerst dich um deine Familie, die halt ein bisschen crazy ist, aber du kümmerst dich darum, du bist immer da, du bist immer erreichbar. Schicken Sie mir zu, ich kann auch was von zu Hause machen, vielleicht kann ich den Kunden von hier aus. Oh, die schlechte Gewissendrüse. Nee, auch mal zeigen, dass ich nicht nur für Arbeit und nicht nur immer Arbeit. So Leute wollen nämlich, so Leute machen nicht Karriere, sondern Leute machen Karriere, die auch mal zeigen. Ich glaube schon, dass Leute, die viel arbeiten. Darf ich dich mal was fragen? Wie oft hast du in deinem Leben, wenn du auf irgendwas keine Lust hattest, gesagt, dir geht's nicht so gut, du hast irgendeine Form von körperlichem Leiden und wie oft hast du wirklich dann auch bei der Arbeit gesagt, du hast, sorry, ich kann jetzt nicht zur Arbeit kommen, ich habe Streit mit der Familie. Also, jeder Mensch. Und by the way, und was du gesagt hast, dass sich diese Krankheitsgeschichte irgendwann abnutzt, jede Ausrede nutzt sich ab, weil Nein, das behauptest du jetzt, aber wenn man das wirklich mal sich deinem Gedanken ernst nimmt und dir zu Ende denkt, dann ist der spätestens beim zweiten Mal ganz schön creepy und man denkt sich, okay, was ist das für ein Typ? Ist mir doch egal. Mir, also meinem Thema anzulasten, dass es sich irgendwann abnutzt, ist Quatsch, weil sich jede Ausrede irgendwann abnutzt. Jede einzelne Ausrede nutzt sich irgendwann ab, jede von euch und natürlich auch meine, deswegen empfinde ich das als schwaches Argument, weil die Frage ist, welches kann man am längsten benutzen und da ist, glaube ich, krank sein länger haltbar, als ich habe Stress mit der Familie. Ich sag, jeder Mensch hat 100, ich kann nicht, ich bin krank und dann ist auch gut und jeder Mensch muss gucken, wie er die in sein Leben lang einsetzt, aber er hat unendlich viele, sag meine Mutter ist crazy. Sag das mal Leuten, die wirklich krank sind. So, ihr könnt wieder abstimmen, guckt bitte bei Twitter auf den Rocket Beans TV Kanal, da ist ein Post mit einer Umfrage rausgegangen, dort bitte abstimmen, macht nicht eigene Tweets. Ansonsten interessieren uns natürlich auch eure Ausreden sehr. Ansonsten ist die Umfrage ab jetzt eröffnet. Es geht los. Und ich bin sehr gespannt, was ansonsten noch gepostet wurde. Krankheit ist die beste Ausrede, beste Besetzung. Was ist, wenn du keinen Bock auf eine Familienfeier hast? Krank ist mit der Familie. Mich würde sehr gute Frage, was eure Ausreden werden, aber ansonsten nicht. Stell dir mal vor, der hat wirklich so keinen Bock auf die Familienfeier und dann, weil er so dran gewohnt ist, sagt er wirklich, ich habe Stress mit der Familie. Wem denn? Also, nur alle da. War Heiligabend, die ganze, wo bleibst du denn, Florentin? Ah, sorry, ich habe Stress mit der Familie. Ich muss auf den Hund meiner Schwester aufpassen. Sehr gut, Matthias Sturm, auch das fällt unter. Ich habe Probleme in der Familie. Durchfall, Magen, Darm, ich habe keinen Probleme Bock. In der Familie. Können wir vielleicht nochmal wieder, ich fand das ganz witzig vorhin, eure Shortlist nochmal durch. Hast du noch andere Sachen gehabt, die du überlegt bei hast? Oder habt ihr irgendwie so noch eine, was war nah dran?
schwierig. Ich bin ganz schlecht in Ausreden, weil ich sie selten brauche, weil ich selten eingeladen werde. Ich hatte dir ja gesagt, ich habe Florentin vor ein paar Tagen schon gesagt, habe ich schon verballert, aber dann habe ich schon gemerkt, das ist nicht so gut. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Und zwar, ich habe eine Zeit lang auch wirklich so als Ausrede gehabt, so Frauengeschichten. Also irgendwie so, aber das geht da ging es eher um so Abend. Deine Freundin Abend, dich angerufen hat. Nee, so Abendsveranstaltung oder so, wo man halt irgendwie nicht hin will oder sowas. Dann immer so, ich habe ein Date. So. Ja, aber das ist auch so ein Win-Win. So, ach, guck mal, der ist richtig. Wie viel arbeitet Dates nur hat und der ist, denn und ist ja richtig unterwegs. Ja, und sonst habe ich, und bei den anderen Einladungen konnte er immer nicht, weil er gearbeitet hat. Das ist ja unfassbar. Aber das hat halt auch einen Rattenschwanz, weil dann fragt sich, ja, und wie lief's? Ja, war dann scheiße. Dann musst du irgendeinen Scheiß erzählen. Ja, dann sage ich halt irgendwie, ja, lief nicht gut. Ja, dann lügst du deine Freunde an oder was, Donny? Toll. So einer willst du also sein. Normal. Hier hast du bald Stress mit deiner Familie, wenn du so weitermachst. Ja, genau. Das Ding ist, ich habe wirklich oft Stress mit meiner Familie, deswegen kann ich das nicht nutzen. Ne? Irgendwie dann. Jawohl, ne? Hä? Also, falls dann stimmt. Weil ich da einfach, weil ich meine Familie respektiere und einfach sowas nicht machen will. Du bist gerade nur sehr clever und versuchst dir die Ausrede warm zu halten und sagst deswegen jetzt öffentlich, ja, meine Familie ist echt ein bisschen schwierig, da ist immer mal wieder was. Was ist los? Ja, die O'Sullivans sind. Wie immer schon diese Kneipenschlägereien. Ich bin sehr gespannt, ob Nils den dritten Punkt holt. So oder so. Die vierte Frage ist wie immer der Pitch, wie bei unseren Fight-Formaten. Die bringt 2 Punkte. Das heißt, selbst jetzt ist noch alles möglich, jeder kann. Ja, stimmt. 2 Punkte für die Pitchfrage. Stimmt. Ich bin sehr gespannt. Die können wir auch direkt schon mal leaken nach der. Stimmt. Nee, wir machen gar keine Werbung mehr, sondern es geht direkt danach weiter mit der Pitchfrage. Und zwar wollten wir wissen: Pitche das perfekte Restaurant. Ja, jeder geht oft ins Restaurant, man hat gewisse Dinge auszusetzen, oh mein Gott, die Kellner sind so hässlich. Und man, man kann sich immer überlegen, was kann man besser machen? Und wir pitchen heute für euch das perfekte Restaurant. Also jeder, der irgendwie mit 100.000 Euro zu Hause rumsitzt, spitzt die Stifte. Vielleicht könnt ihr heute eure genialen Restaurantideen hier abgreifen. Mhm. Ja. Kostenlos. Ja. Kostenlos. Ja, gut. Machen wir warten noch auf die Umfrage, die ihr noch stattfinden könntet. Ansonsten, ich guck mal, ob ich. Bin sehr, sehr gespannt auf diesen Pitch. Ich bin vor allem gespannt bei euch beiden, ob ihr dann eher Richtung Fantasie gegangen seid. Also sozusagen einfach mal den Kopf komplett aufmachen, sowas eher in Anführungszeichen Unrealistisches zu machen. Oder halt wirklich so richtiges, purer Pragmatismus. Was könnte man wirklich umsetzen? Wo würde Frank Thelen sagen, alles klar, ich bin dabei. Weitere Ausreden noch aus der Community. Ich muss lernen. Natürlich für Studenten immer super gut, kann man eigentlich alles machen. Klassiker, Auto ist kaputt. Studentenzeit geht auch mit Frauen. Wenn man da so ein Ticket geschenkt bekommen hat, ist das auch keine Ausrede mehr. Eben, ne? das ist der Punkt. Ansonsten viele sagen, ja, krank sein ist super. Game 2 verspätet sich in der Tat, ist richtig, kommt nach dieser Folge, bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich, ist eine fantastische Folge. Und haben wir mittlerweile die Umfrage aus der Community, die abgestimmt haben. Wir gucken mal nach. Ansonsten, der Internettechniker kommt zwischen 6 und 24 Uhr. Ich kann hier nicht weg. Sehr gut. Oh, dann, was den habe ich auch schon oft benutzt. Ja? Der ist gut. Also nicht nur Internettechniker, sondern Strommann, keine Ahnung, irgendwie Heizungsmensch habe ich schon ein paar Mal gehabt. Oft sind das so Sachen abends. Ah, du, in Berlin manchmal. Pff. Ja? Da hast du irgendwie morgens nicht, 5-mal den Termin nicht geklappt. Und dann kommt der Otto irgendwie abends. Klar. Ja gut, jetzt nicht um 10 Uhr. Aber abends brauchst du ja keine Ausrede. Hier. Gerade abends braucht man eine Ausrede. Ja, aber der ist schon nicht schlecht. Drauf, oder kannst du auflösen? Also, wir haben die Auflösung, findet statt. Die Umfrage passt, jetzt muss ich aber eine Stimme abgeben. Ja, ich gebe eine an Donny. Ja. Donny, und wir haben das Ergebnis. Und zwar auf dem 3. Platz mit 24% Donnys Ausrede, auf Platz 2 mit 30% meine. Und Nils gewinnt mit 46% mit. Ich bin leider krank, ich kann leider nicht kommen. Damit der dritte Punkt geht an Nils. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, ey. Aber das war, ihr wart taffe Kontrahenten, muss ich wirklich sagen. Naja. Hätte ich jetzt wenigstens mehr Prozente erwartet bei Ich muss arbeiten. Auf jeden Fall. Aber ich meine, ich habe eine Sache nicht bedacht, muss ich zugeben. Ich habe das auch vorhin mal im Chat so peripher wahrgenommen, das hat jemand sehr schlau formuliert, tatsächlich. Ich bin natürlich so in so einer Blase von Medienmenschen. Ne? Mhm. Also ich kenne nur Leute, die entweder kreative irgendwie Sachen machen, also quasi Bullshit-Jobs machen und irgendwie in der Medienbranche sind. Das sind viel auch Freelance. Da kann man halt sowas, da kommt das gut an. So abends kann ich nicht, weil ich mache nochmal was. Ja. Es stimmt schon, dass irgendwie jemand, der irgendwie Schreiner ist oder sowas, das ist dann natürlich Quatsch. Ja. So, ich muss nochmal arbeiten. Ja, was denn? Ja. Deswegen, das habe ich auch gesagt. Deswegen nehme ich diese Niederlage auch an, aber ein paar Prozent mehr hätte ich trotzdem erwartet. Es ist noch alles drin. Nicht wirklich. Es gibt noch 2 Punkte für den Pitch. Das heißt, einer von uns kann auf jeden Fall noch einen guten zweiten 4 Platz machen. 4 Punkte für den Pitch als Fragezeichen steht da auf dem Bildschirm. Nee. Ja, das wäre ja albern. Dann gewinnt eine Runde die ganze Sache. 3 Punkte also für Nils und wir können aber auf jeden Fall noch den 2. Platz belegen. Es geht jetzt los mit der Pitchfrage mit Runde Nummer 4.
pitche das perfekte Restaurant. Bitte haltet euch kurz, wir haben danach noch die Möglichkeit, über alles zu diskutieren, aber kurz und knackiger Pitch, die Reihenfolge ist Donny, Nils, Florentin. Donny fängt an, bitteschön. Okay, also das perfekte Restaurant, man kann sich natürlich überlegen, da gibt es verschiedene Faktoren. Ja, die ganzen, ich sag mal, weiche Faktoren wie keine Menschen sind da, man muss zum Beispiel die Kasse nicht gar nicht erst bedienen, das wird alles elektronisch gemacht, ja. Also diese ganzen Kleinigkeiten habe ich mir überlegt, das könnte da reinspielen in meine Fantasie. Und dann dachte ich mir, nein, das ist alles Quatsch, das ist alles Bullshit, das sind einfach so weiche Faktoren, die machen das Restaurant nicht perfekt. Und deswegen habe ich das perfekte Restaurant, ist ein Fischstäbchen-Restaurant. Es ist ein Restaurant, in dem es nur Fischstäbchen gibt auf der Karte, in allen verschiedensten Variationen. Kross gebraten, ein bisschen zu verbrannt, im Ofen gemacht, zu fettig, gar nicht fettig. Es gibt überall Dips auf dem Tisch und jetzt kommt der Clou. Ihr habt auch gar nicht gehört, was der Clou ist. Der Clou ist, alle Möbel außer die Sitze in diesem Restaurant sind aus Fischstäbchen gemacht. Also aus Fischstäbchenmaterial. Das heißt, der ganze Tisch ist quasi ein großes Rad quasi. Kann man das essen? Ja, und du kannst das essen. Das heißt, du hast diesen Tisch, ja, das ist ein riesen Fischstäbchen, ein riesiger runder Fischstäbchen, so dick, ja, richtig geil, perfekt auf den Punkt gebraten, Seelachsfilet da drin, geil, richtig geil, so schön, überall so Captain Iglo Aufsteller, die man auch essen kann. Und machst einfach so ein Stück ab, so an der Seite, so klack, ja, und dann dippst du das in Ketchup oder Remoulade und dann frisst du das so rein. Richtig geil. Alles nur Fischstäbchen. Mein perfektes Restaurant ist das Fischstäbchen-Restaurant. Und jetzt kommt der große Clou. Ich habe noch was besonders vorbereitet. Es wird eimerweise Kartoffelpüree. Ja, kriegt man dann einfach. So hast du einen Eimer Kartoffelpüree, dann klatscht du das auf diesen Fischstäbchen-Tisch. Schöne Ecke ab, rein ins Kartoffelpüree, einfach mal schön durchfrömeln. Rein damit. Hammer. Kartoffelpüree zu Fischstäbchen? Kartoffelsalat. Kartoffelpüree. Kartoffelsalat. Kartoffelpüree. 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 Es ist Püree. Ah, okay. Nächste Woche treffen wir uns hier. Salat ist Kartoffelpüree. Salat zu Würstchen. Gut. Ja. Ich würde es genau andersrum machen, aber Nils, du bist dran. Ja, mein perfektes Restaurant ist folgendermaßen. Das ist natürlich so ein bisschen so eine kleine Traumvorstellung von mir. Und zwar, stellt euch vor, ein riesiges Aquarium. Das ist sozusagen der Grundklotz. Und in diesem Aquarium sind so kleine Gewölbekammern drin. Mit verschiedener Größe. Und es gibt zum Beispiel so einen Tisch für zwei Leute. Man ist dann so umgeben von einem Gewölbe aus Aquarium, wo schöne Fische drin schwimmen und so weiter. Es gibt auch große Räume, die so ein bisschen thematisch gestaltet sind, wo man dann auch mit, zum Beispiel mit 10 Leuten, wo man auch ein bisschen, gibt's so thematisch gestaltet, wo man eher so im Orient, so auf dem Boden sitzt, so mit Kissen und so einem schmaleren Tisch. Es gibt auch normale Tische und so verschiedene Themen halt in diesen Gewölben. Das Gute daran ist, du bist zwar in einem Restaurant, du siehst durch das Wasser auch irgendwo die anderen schemenhaft, die anderen Räume, aber du bist schon auch ein bisschen sichtgeschützt, hast ein bisschen Privatsphäre, aber du merkst, okay, du bist schon irgendwie auch in einem Restaurant. Dann hast du da deinen Tisch und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du hast ein Telefon an deinem Tisch, da kannst du direkt deinen Kellner anrufen und Nachbestellungen machen, dass der nicht irgendwie da ständig reinkommen muss und fragen, wollen Sie noch was? Du kannst anrufen und sagen, ey, ich möchte noch was. Du kannst es aber auch über so ein iPad, was eingebaut ist, quasi da direkt eingeben und das auf Abschicken. Also die Speisekarte ist quasi digital vorhanden. Kannst du draufklicken, abschicken, zack, ist direkt beim Kellner vorne, das Ding kommt. Und ansonsten sitzt du da und du kannst theoretisch auch Fische sehen, die du gerne essen möchtest. Was isst man denn? Das ist der Clou. Nein, das sag ich ja. Also, nee. Die Küche ist. Das klingt wie eine Rampe. Nein. Die Küche ist natürlich. Es geht nicht darum, dass du nur Fischstäbchen isst oder nur irgendwas anderes isst. Ich habe das nicht so interpretiert, dass das Gericht das ist, was jetzt okay. Das Traum ist. Also, das ist ein Unterwasserrestaurant. Genau. Es hat eben diese geilen Gewölbe. Und es ist so beruhigend und schön. Und da gibt es auch Fische, die da schwimmen. Und man kann dann sagen, ich möchte gern den Seehecht haben oder so. Und dann wird er da rausgefischt. Aus dem großen Aquarium, super frisch, frischester Fisch. Und der wird direkt von einem Taucher da dann rausgeholt. Und dann siehst du teilweise, wie die Taucher in diesem Wasser schwimmen und die Fische da rausholen. Wenn unter uns in der Küche gibt's natürlich dieselbe Gattung Fisch auch nochmal. Unter uns. Ne, dass da jetzt nicht irgendwie, wenn der Aal sich unterm Felsen versteckt oder ja, was, dass es nicht unangenehm wird, haben die das natürlich da auch in der Küche nochmal, von daher es läuft. So. Und du kannst theoretisch, es gibt einen Saal für soziophobe Menschen. Und das ist ganz wichtig. Viele Leute haben keinen Bock, mit Kellnern zu reden. Irgendwie, denen ist das unangenehm, dann jetzt sind die freundlich, jetzt muss ich Tipp geben oder noch schlimmer, die sind unfreundlich. Ich müsste eigentlich keinen Tipp geben. Aber mache ich trotzdem, weil ich das nicht und so weiter. Hm. Da kannst du in diesem Raum, da ist eine unterirdische, wie in einem Flughafen, diese Koffertransporte, gibt es so ein Förderband. Und dann kannst du das Essen bestellen über dieses iPad und dann kommt das über dieses Förderband und fährt quasi unter dem Tisch hoch, öffnet sich die Klappe, kommt das so hochgefahren wie in einem kleinen Aufzug. Kommt dein Essen hoch, kommt in den Tisch hoch und jeder bekommt sein Essen ohne
zwischenmenschliche Interaktion in diesem Aquarium. Okay. Also, pass auf, Leute. Restaurant ist eigentlich schon eine feine Sache. Du gehst hin, du isst leckere Sachen, viele verschiedene Dinge stehen auf der Speisekarte. Ich will an dem eigentlichen Restaurantkonzept gar nicht viel ändern, weil es ist ziemlich gut. Man kann mit Leuten essen, die man mag. Man kann Dinge essen, die man sonst nicht isst. Das Problem ist immer nur, was mache ich nach dem Essen? Du hast so viel gefressen, du hast nochmal nachbestellt, du hast irgendwie da mal am Kollegen, dann irgendwie der Kollege, oh, ich esse meine Pommes nicht mehr, stopfst du die Pommes rein, du bist fett, du bist voll, du kannst nicht mehr. Und dann in dem Moment geht in meinem Restaurant eine Tür auf. Und plötzlich merkst du, dass neben diesem Restaurant nochmal ein riesiger Raum angebaut ist, voller Matratzen. Du bist voll gefressen, du kannst nicht mehr, du legst dich schön hin. Im Restaurant, schöne, angenehme Musik, da steht von mir das Aquarium. Da legst du dich hin, schön mal ausruhen, ein kleines Nickerchen. Und vor allem dann bist du ausgeruht, du fühlst dich nicht mehr so schwer. Dann noch ein schönes Dessert hinterher. Weil dann hast du noch mal Bock, du hast noch mal Bock auf eine Runde 2, der Tisch wird freigehalten für dich. Du kommst danach noch mal rein und du kommst danach entspannt und relaxed, kommst du nach Hause. Weil in diesen Tischen ist es immer schwer, die Hose, die zieht immer, oh, Knopf auf unangenehm. Da sagt man einfach gerade, wir wissen alle, dass unsere Körper Grenzen haben und das ist der Raum für euch. Nimm dir eine Kiste, nimm dir eine Decke. Ja, da gibt's Bücher, da kannst du malen, da kannst du dich hinlegen, da kannst du dich einfach in deinem Fresslirium einfach hinlegen und darben und diese unangenehmen 10 Minuten, die du verspürst, wo du deinen Körper wieder spürst, nachdem du gegessen hast, darum kümmern wir uns. Ich habe schon einen perfekten Namen für dich. Und für das Restaurant. Ist das perfekte Hotel. Restaurant, nee. In dem man auch liegen kann. Nap Donalds, perfekt. Finde ich super. Also, ja. Ich finde, das Schöne an der Runde ist ja, ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen... Das jetzt, ich will jetzt gar nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ja. Ich habe übrigens vorher nur unterbrochen, sorry nochmal dafür, weil ich nicht, ich habe das Konzept auch nicht so verstanden, dass es nur um das Essen geht. So. Ich habe das schon. Nee, aber du hast so, ja, ich habe nicht gecheckt, sozusagen, du hast so lange so eine Rampe aufgebaut, mit dem Gewölben, mir muss alles wölben. Mir hat das Ding gefehlt. Weißt du, so ein bisschen, im Endeffekt ist es ein geiles Restaurant, was du beschreibst, was irgendwie optisch cool ist und so, aber mir fehlt so ein bisschen das Ding. So, was ist das Ding? Bei ihm kann man schlafen, bei mir ist alles aus Fischstäbchen gemacht. Du hast halt irgendwie so ein Gewölbe mit so weirde Angler da irgendwie. Da musst du einfach mal deine Fantasie aktivieren. Es ist unfassbar entspannt. Viele Leute haben Aquarien, auch aus Entspannungsgründen. Leute gehen gerne ans Meer, lieben Wasser, da kommen wir her, das ist unser Ursprung. Das beruhigt uns. Wenn du umgeben bist von Wasser, du bist aber sicher. Wie so ein Embryo. Und ein bisschen. Und du siehst die Fische, die bunten, die schwimmen und so weiter. Und du hast, und das ist, finde ich, so schön, du bist für dich, aber du bist gleichzeitig dadurch, dass du durch das Wasser auch in diese anderen Separés sozusagen gucken kannst, in diese anderen Grotten, siehst du auch, was andere Leute. Ja, du siehst keine. Und das zweite Gimmick ist für mich eben, dass du eine interaktive Speisekarte hast, über die du bestellen kannst, über die du mal auch bezahlen kannst, PayPal, wenn du keinen Bock hast, irgendwie mit Kellnern großartig umzugehen. Und das ist einfach eine Sache, ich persönlich hätte mega Bock, in so einem Ambiente was zu essen. Das Problem ist halt, es ist ein Unterwasserrestaurant, das gibt's schon. Naja, es gibt schon Unterwasserrestaurants. Ja, das, was du beschrieben hast, finde ich auch super, aber es nennt sich Hotel. Du kannst unten im Restaurant essen, dann fährst du kurz, anstatt durch eine Tür zu gehen, fährst du kurz den Fahrstuhl hoch und gehst in dein Bett und dann fährst du wieder runter ins Restaurant. Es ist halt sehr lokal gebunden. Das kann keine Kette werden und du musst am Meer wohnen und klingt teuer. Ja. Also das klingt nicht aber irgendwie in der Mittagspause für 12,80 Euro irgendwie ein Burger-Menü reinziehen. Können wir uns mal ganz kurz einigen, dass bei uns allen im Restaurant auf jeden Fall dieses Ding ist, mal mit automatisch bezahlen. Weil das ist ja klar, dass wir das als Verbesserung für jedes Restaurant. Aber immer und bitte Bilder vom Essen. Jedes Restaurant von uns hat auch bitte Bilder vom Essen, oder? Aber das, ich denke mir so, wenn das so einfach und so praktisch wäre, warum gibt's das nicht? Weil ich glaube, dass viele Leute nicht so soziale Idioten sind wie wir, sondern das mögen halt quasi. Ja, nee, Kellner reden, lassen sich gerne beraten. Es gibt ja auch Leute, die H&M reingehen, die wirklich auch, ja, ich brauche Hilfe sagen. Habe ich noch nie verstanden. Ja. Antwort ist immer für mich der Standard. Nee, ich komme alleine klar. Aber es gibt ja Leute, die mögen das. Deswegen muss man Respekt haben. Auch da, glaube ich, bist du in der Blase. Nicht jeder ist so technikaffin und so. Da kommen auch alte Leute rein, da kommen auch Mütter mit ihren Kindern rein. Und dann musst du dem Kindern dann mit den Ketchup-Händen auf der App da rummachen. So. Ansonsten sagst du einfach dem Studenten da, ja, ich hätte gern Pommes oder so. Aber ich glaube, wir kommen zusammen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen Höhle der Löwen-Style so. Alles drei zusammen wäre natürlich Hammer. Ne? Also Unterwassergewölbe, sehr entspannt, alles aus Fischstäbchenmaterial, also vielleicht nicht unbedingt die Fischtanks. Die Wände und dann schönen Nap-Raum dazu noch. Nap-Raum unter so einem Aquarium-Ding. Hey,
Und ja, dann nennt das Restaurant Neptun. Neptun! Hallöchen! Perfekt, Neptun! Ey, Leute, wir haben das Fischthema mit den Fischstäbchen. Ja. Ey, weißt du was? Ich lasse euch das sogar. Ich will einfach nur einen Raum, einen Themenraum ist der Fischstäbchenraum. Ey, wir sammeln ab jetzt Geld für Neptun. Für Neptun. Perfekt. Es gibt einen Schlafraum, es gibt deine Räume mit diesem schemenhaften Erkennen der anderen Gäste. Man ist quasi anonym, aber gleichzeitig unter Leuten. Da gibt es bitte auch den Fischstäbchenraum. Alles ist aus Fischstäbchenmaterial gemacht. So, wir holen Captain Ego zur Eröffnung, der macht so ein schönes rotes Band, durchschneidet der und sowas. Das wird Hammer. Ja, mir gefällt das sehr gut. Also, es sind alles tolle Ideen. Also, aber also ich glaube, ich hätte ein Problem. Willst du denn wirklich die Fische essen, wenn du sie gesehen hast? Wenn nein. Mit ihm ja, das ist nein, auch, nein. Muss ich sagen. Also, ich will es nicht zu sehr irgendwie Ethik oder so, aber ist komisch. Deswegen sagte ich ja auch gerade vorgreifend, dass in der Küche selbstverständlich jede Form von Fisch vorhanden ist. Ja, Kinder wissen das nicht. Nein, aber dauert doch lange, du willst doch nicht so ewig und dann siehst du den Taucher, dann zieht er die Badehose an. Ja. Und, oh Gott, nein, oh, aber das mein. Und auch schwimmt er weg. Und, schwimmt oh, so. Ja, aber guck mal, das meine ich ja. Das ist so eine Art Show-Effekt. Das ist auch nur für Leute, das musst du ja nicht buchen. Das ist ja nicht das Alleinstellungsmerkmal, dass du nur da Fische nehmen darfst, die da rumschwimmen. Es geht darum, dass das nochmal so ein Show aber stell mal vor, ist. Aber so stell mal vor, du siehst diesen Kick. Taucher, ja, diesen Taucher, der irgendwie so rum versucht mit so einer Harpune so dein Ding. Und dann kommen hinten bei ihm aus dem Anzug so kleine Bläschen so am Arsch. Und der schwimmt. Genau, und aber ganz ehrlich, ihr stellt euch das falsch vor. Das ist nicht irgendein Taucher mit einem schwerfälligen Neoprenanzug und Schwimmflossen. Das ist ein Gino. Nein, das sind so Leute irgendwie vom Mururoa Atoll oder wie das heißt, die quasi ihr Leben lang Perlentaucher waren, die geschmeidige, bronzefarbene Körper haben, die quasi zu 20% Fisch sind, weil sie ihr halbes Leben unter Wasser verbracht haben, um Perlen zu tauchen und so. Und die haben dann so einen Speer, wie so ein Bambusstock, der dann vorne gespreizt ist in 6 verschiedene Spitzen und die schwimmen dann so. Und das sieht richtig wie der das Mann aus Atlantis. Das ist nicht praktikabel, mein Lieber. Das ist nicht praktikabel, die Idee eines Unterwasserrestaurants. Schwer zu bauen. Gibt schon und ich mochte den Ansatz. Ich habe lange überlegt, Restaurant für Soziophobiker. Irgendwie alleine in der Box, das Essen kommt hoch. Ich hatte ähnliche Ideen wie du. Aber ich dachte mir immer, die gehen einfach nicht ins Restaurant. Die bestellen sich einfach Essen. Du brauchst kein Restaurant für sozial. Naja, wenn du dich zum Beispiel mit deiner. Weil dafür gibt es Bestellungen. Wenn du dich mit deiner Familie nicht zerstritten hast, hast du zum Beispiel manchmal Familienfeste. Manchmal geht man doch raus. Ja, manchmal ist Forentreffen. So und dann will man auch was essen gehen. Und weißt du, ich finde deine Idee auch mega charmant, weil ich kenne das. Aber sie ist, wie gesagt, praktisch ist es eigentlich wirklich ein Hotel. Also es ist ein Restaurant mit angeschlossenen Zimmern. Und hast du dir das so vorgestellt, dass es ein großer Raum ist? Da geht man als Gruppe zusammen hin. Du willst ja als Gruppe, dann sagst du, ja, oh, wollen wir aber kurz das rüber? Ist ja überhaupt auch nicht für so zu machen. Stell dir vor, guck mal, das ist ein ganz intimer Moment. Da gibt es dann auch so ein N64. Ich erzähl dir, warum es ein intimer Moment ist. Zum einen, Essen ist ein intimer Moment. Deswegen macht man es in Gruppen? Nee, Essen ist nicht intim. Essen ist nicht intim. Also, wenn du mit Leuten da bist, die du kennst, die du wirklich gut kennst, ist es ein anderes Essen, als wenn das mit Leuten ist, die du nicht kennst. Moment, du kannst nicht mit Leuten essen, die du nicht kennst. Doch, es ist aber anders. Es ist, wenn du mit Leuten isst, die du kennst, ist es locker. Du grabst auch mal bei deinem Kumpel da auf den Teller rauf und gib mir mal nicht das. Nicht mit mir, mein Lieber. Und wenn du mit Leuten isst, die du nicht kennst, hat es eine gewisse Förmlichkeit. Führst du die Gabel aus so seitlich vorbei? Lass mich bitte meinen Punkt zu Ende bringen. Bitte meinen Punkt zu Ende bringen, ohne das Tier abzulenken mit Karotten. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du einen eigenen Raum hast, nur für die Leute, die an deinem Tisch sind, also ein Äquivalent gespiegelt als Bettraum, finde ich das fast noch besser. Aber wenn es ein großer Raum ist, wo alle vollgefressenen, wie in dieser einen Family Guy-Episode, wo da diese 30 dicken Leute so die ganze Zeit murmeln und die Szene geht 30 Sekunden, dann liegst du, stell dir das vor, du liegst mit fremden Leuten, die du nicht kennst. Die liegen auf einem Bett, haben sich den Knopf der Hose aufgemacht. Und jetzt stell dir vor, was das teilweise klingt nicht schlecht. Was können das für Menschen sein? Nicht jeder mag jede Form von Mensch gerne angucken, wenn er auf dem Bett liegt, mit dem ersten Knopf der Hose geöffnet und leicht stöhnend, leicht wabernd auf der Matratze. Und dann kommt der Nächste, alle Matratzen sind besetzt. Oder der voluminöse Mann mit der offenen Hose ist gerade aufgestanden. Da können wir uns jetzt hinlegen. Nils, du denkst immer so. Du denkst immer, Mach doch mal kurz auf. Mach doch mal auf. Ja, weil ich habe noch nicht mal angefangen zu reden. Ja, ich weiß, aber dann stopp. Es wird ein anderes soziales Gefüge sein, wenn sich diese Art von Restaurants durchsetzen. Du gehst da eben hin mit Gleichgesinnten, die nicht immer, etipetete hier, Unterwasserrestaurant, kostet 1000 Euro, um reinzukommen. Du gehst da hin mit Leuten, wo man einfach wisst, hier kann man Schwein sein, da kommt man mit Senf im Gesicht und dann legt man sich hin und dann, hier was läuft gerade und dann zack, legt man sich da zusammen hin. Und aber auch in dem Raum, da gibt's Ecken, da gibt's die Schmeichelstuhl-Ecke,
da gibt's die Couch-Ecke, da gibt's die Hochbett-Ecke. Was ist ein Schmeichelstuhl? Wie heißt denn diese Stühle? Diese großen Säcke, wo man sich reinsetzt. Ja, Fatboys. Ich hab die jetzt mal Schmeichelstuhl genannt. Also ich da gibt's Ecken, wo man es auch ein bisschen abgetrennt ist. Kann man da so eine Wand einbauen wie im Pissoir? Ja klar, ist doch kein Problem. Ich glaube, am Ende des Tages werdet ihr und wahrscheinlich auch die Zuschauer heute, wenn ihr ins Bett geht, einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, wo man überlegt, was heute eigentlich passiert, was waren für Gedanken heute unterwegs, dann werdet ihr ganz einen kleinen kurzen Moment haben, wo ihr euch vorstellt, oder ihr sitzt vielleicht an einem Tisch und denkt so, das wäre schon geil, wenn das jetzt aus Fischstäbchenmaterial wäre. Könnt jetzt was heißt denn Fischstäbchenmaterial? Aus Fischstäbchen? Also quasi, es ist schwer in Worte zu fassen. Wir kennen ja alle Fischstäbchen. Ja. Das warum? Hier, pass auf, das ist ja ein Fischstäbchen hier. Dieses Ding so. Und jetzt stellt euch dieses genaue gleiche Ding, so mal jetzt Schritt für Schritt, so ein bisschen dicker vor. Immer noch, hier unten ist Panade, oben Panade, ist einfach alles voll Fisch jetzt hier drin, sozusagen so dick, ja. Und das ist jetzt einfach so groß. Zum Beispiel. Und das ist nicht nach einer Woche vergammelt und stinkt. Das ist mir scheißegal, wie das genau gemacht wird. Es ist für jeden Abend auf den Punkt gebraten. Dafür steht Captain Iglo mit seinem fucking weirden Tier. Du verdienst doch dann kein Geld, wenn die Leute den Tisch essen. Und vor allen Dingen 90% wegschmeißen. Es geht um das perfekte Restaurant, was in meiner Fantasie existieren könnte. Muss rentabel sein. Das stand nirgendwo da drin. Du kannst nicht mir vorwerfen. Die Leute rennen mir die Bude ein. Angeblich mein, ohne dass ihr jemals einen Kostenvoranschlag eines Architekten oder Meeresbiologen gehört habt, mir vorwerfen, dass mein Restaurant zu teuer ist auf der Karte. Hab ich nicht, das hat er. Ja, ihr beide im Einklang. Wir können mal googeln, wie viel es kostet in solchen Restaurants, die es schon gibt, Bitch. Aber es gibt nicht solche Restaurants, es ist mein Restaurant und meinetwegen subventioniere ich das, wenn ich die Kohle hab, weil die Leute nämlich das Marienleben kennenlernen, das neues Bildung. Und in deinem Fall, ich finde die Idee mega smart und süß, aber sie ist ja natürlich praktisch völlig utopisch, Was soll das bitte kosten, wenn du ein Tisch ist, so wie diesen Tisch so groß wie dieser hier und das voller Seelachs, mein Junge, da bist du mal bei paar tausend Euro. Du musst aus dieser Kiste raus. Dein Denken ist in so einer Kiste drin. Ja. Ich will dich rauslassen, ich will dich befreien. Ey, für einen Tisch müssen seine Samoa-Taucher einen Monat lang tauchen, bis sie den ganzen Tisch. Genau, die furzen das ganze Wasser voll, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also, wir beenden die Runde an der Stelle. Ihr könnt wieder voten bei Twitter unter dem Rocket Beans Account. Sollte jetzt ein Post online gehen, bei dem ihr voten könnt. Ansonsten spendet reichlich an Rocket Beans TV betreff Neptun. Und wenn genug Geld zusammenkommt, dann setzen wir drei das um. Und ihr könnt Fische essen und ihr könnt dazu Kartoffelsalat nehmen. Sollen wir es übertreiben und das Thun mit TH noch schreiben, so für Thunfisch? Ich wollte jetzt nur noch sagen, wenn wir statt Seelachs Thun nehmen, aber da habe ich gedacht, da kriege ich dich nicht. Ja. Weil so ein Thunfischstäbchen wird dir wahrscheinlich nicht geschmeckt. Oder Profilachse. Neptun, Iglo, die Leute lieben Neptun. Die Leute haben richtig Bock auf Neptun, würden alle dahin gehen. Jetzt ist alles abgestürzt. Ansonsten könnt ihr gerne abstimmen und unter Hashtag alles mögliche Fights auch gerne eure Fragen posten für eine eventuelle nächste Folge. Ne? Also wir gucken, in Fragen zusammenkommen. Wir gucken immer so ein bisschen, worauf haben die Leute Bock, die teilnehmen. Falls ihr Bock habt, das nochmal zu sehen. Ansonsten vielen Dank für alle, die teilgenommen haben und abgestimmt haben. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt abstimmt. Ob Nils tatsächlich den 5-0 nach Hause nimmt oder ob es weitergeht. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass du gewinnst den Pitch. Ich fand das ist eine gute. Es ist halt ein Ding. Ne? Es ist eine gute Idee. Er hat als einziger so ein Ding. Klar, meins hat auch ein Ding, ist ein bisschen unrealistisch, weiß ich, aber ich finde die Forschung einfach cool und ich glaube einfach dran, dass es vielleicht irgendwann passiert und ich weiß, wir erreichen hier viele Leute und wer weiß, irgendein Investor kommt und sagt, irgendein Oligarch, der sagt, die sind nur Fischstäbchen, geil, Idee, mach WM, machen wir. Keine Ahnung. Aber er hat halt ein Ding, ein richtiges Ding. Ey. So schlafen neben dem Essen, ist schon irgendwie, ist cool. McDonald's, so sehe ich schon. Und ich bin auch Freund von einem Fischstäbchen. Aber ich finde auch, wie du nicht so ein Gemeinschaftsraum, das ist Bullshit. Dann fühlt man sich wie eine Sekte. Aber du kannst jetzt nicht sein, viel zu teuer. So kleine Kabinen. Hast du mal Backfischstäbchen probiert? Ja, sicher. Das sind längliche Backfische. Ist Hammer. Ist geil. Gibt es. Ja. Es gibt eben, auch für alle, die jetzt Hunger haben. Es gibt auch Lachsfischstäbchen. Ja, aber da bin ich mir nicht sicher. Bei Lachs brauche ich Meerrettich. Und das weiß ich nicht mit der Panade, wo kommt das her? Aber du kannst doch Meerrettich einfach so dazu. Dings. Aber der Panade? Meerrettich auf die Panade? Schon rauf? Mit panadiert? Nee. Ich bin ja sowieso von der Fraktion Ketchup mit Fischstäbchen und nicht Remoulade. Habe ja gestern fast einen Kopf abgeschlagen bekommen in der Redaktion. Nee, gesagt, Fischstäbchen, Remoulade ist aber auch klar. Fischstäbchen und Ketchup ist ganz klar, meiner Meinung nach. Hast du mal Fischstäbchen frittiert? Oder bist du generell frittieren? Ich mache die im Ofen tatsächlich. Ich mache die original im Ofen. Schön. Das ist das Einzige, wo ich jemals im Ofen was mache mit Backpapier. Ich weiß auch nicht warum. Das ist das Einzige, wo ich sage, das nehme ich ernst. Das ist nicht einfach mal reingeschoben. Theoretisch müsstest du ja auch bei Pizza mal Backpapier nehmen. Ja. Mama hat das gesagt, ne? Das ist besser für den, weiß ich nicht. Na, es tropft einfach kein organisches Material auf die 2,5 Grad heiße Innenwand, die man nie putzt. Ich hab noch nie einen Ofen geputzt. Guck dir einfach bei uns in der Küche die Mikrowelle an, dann weißt du, wie dein Ofen aussieht. Da bin ich jetzt sehr überrascht. Ich finde, Fischstäbchen müssen nochmal schön durchfetten. Du musst die richtig mit einem schönen halben Zentimeter Öl und dann nochmal umgekehrt auf den Teller legen, damit die durchfetten. Ich mach die auch in der Pfanne oft, aber ich muss sagen, Fischstäbchen in der Pfanne braten, haltet mich für dumm, aber
Ich finde das gar nicht so einfach, die perfekt hinzukriegen. Nee, aber das ist eher gut. Zu heißes Fett, dann ist es sofort schwarz, auf ja, dann wird es nicht gar raus. Ja, zu wenig, dann saugt das sich nur auf mit dem Fett, dann ist diese. Einmal lernen, für jemanden, der Fischstäbchen so sehr liebt, einmal, also mit dem gleichen Argument kannst du sagen, ich brate keine Steaks. Rein, ich habe kein Problem mehr, ciao. Ich brate keinen Steak, weil ich ich meine, du kannst auch sehr, sehr gute Fischstäbchen braten, ich glaube an dich. Ja, ich kann es schon auch, aber es ist immer eine kleine Variation, es ist immer ein bisschen anders, mal ein bisschen krosser, mal ein bisschen zu wenig. Das ist aber auch kinky, so, wenn man nie genau weiß, was man kriegt. Mit Spiegelei dazu? Kann man machen, muss man aber. Geiles, also das ist eher so, was haben wir denn noch? Halbe Packung Fischstäbchen und zwei Eier. Salat. Dann ja, aber Gurkensalat ist der auch klar. Salat, hau ab. Gurkensalat, Fischstäbchen und Kartoffeln. Jeder Mensch der Welt hat eine halbe Packung Fischstäbchen im Tiefkühler, ist meine Theorie. Oder eine Viertelpackung. Weil die nicht immer passen. Nee, man macht die absichtlich, damit die mehr verkaufen. Ja, hab ich genauso am Moin Moin, das war meine Theorie. Habe ich gesagt. Mhm. Weil man immer genau, das sind so 10 und man denkt immer so 8. Bin jetzt nicht komplett Fettsackmode. Ja. Ähnlich, Kartoffelpuffer. Immer 10 oder 8, wo man halt 5 isst. Ich habe zu Hause 5 komplette Schachteln voll mit Kartoffelpuffer. Weil ich immer von jedem Umzug, die halten ja 100.000 Jahre alt. Ey, Idee, bester Kartoffelpufferbelag? Apfelmus. Apfelmus oder Lachs? Das wäre eine eigene Frage nochmal. Das war die Abstimmung für euch. Ich bin sehr, sehr gespannt, an wen die Entscheidung jetzt geht. In einer ganz anderen Welt. Nächster 3 Punkte, der Pitch bringt nochmal 2 Punkte. Wir sehen jetzt die Entscheidung. Bitteschön. Wie hat die Community entschieden? Donny, 3. Platz, Nils und dieser Punkt geht an mich. Dankeschön, 2 Punkte. Somit gewinnt Nils die erste Runde. Alles Mögliche. Ihr habt Fischstäbchen nie geliebt. Herzlichen Glückwunsch, sehr schön gemacht. Ihr wart aber so gute Kandidaten, dass ihr mich nochmal auf ein anderes Level gehoben habt. Ja. Dankeschön. Nils, 0 Punkte. Mit 3 Punkten, herzlichen Glückwunsch an Nils. Ansonsten vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Hashtag alles mögliche Fights. Ihr könnt weiter Fragen einreichen oder Leute vorschlagen, die ihr hier sehen wollt in diesem Format. Das ist komplett offen, ist ein bisschen lockerer. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Game 2. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Hunger bekommen und könnt jetzt Game 2. Ich mache sofort genießen. Sowas von safe fest. Ich hole mir ein KitKat. Und nicht Bock auf Senf irgendwie. Ich weiß nicht. Weil du gesagt hast, Senf im Gesicht. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hashtag alles mögliche Fights. Vielen Dank an beide. Jetzt viel Spaß mit Game 2. Haut rein. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Alles mögliche Fights.